stelle fest, dass wir ordnungsgemäß einberufen sind und beschlussfähig sind. Entschuldigt ist der Herr Stadtrat Bardutsch. Ich darf dem Gemeinderat und den Besuchern mitteilen, dass er den Eingriff am Herzen am Montag gut überstanden hat und auf dem Wege der Besserung ist. Und ich glaube, wir sollten ihm alle wünschen, dass er möglichst rasch wieder gesund wird. Das ist nichts Witziges. Unsere guten Wünsche sind bei ihm. Entschuldigt das auch die Frau Gemeinderat Kirsch und die Frau Gemeinderat Maukner in ihrer Vertretung, Frau Gemeinderat Markowitz und die Frau Gemeinderat Werner in ihrer Vertretung, Herr Gemeinderat Wierer. Die Sitzung wird wie immer im Internet übertragen. Das ist ein Teil unserer Open Government Strategie, wie Sie wissen. Im Übrigen für alle diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, ob Amtsberichte, Budgets etc. pp. Im Internet ausgestellt werden oder ins Internet gestellt werden. Das werden Sie. Das machen wir natürlich in datenlesbarer Form. Wird das Zug um Zug gemacht. Ich muss mit Bedauern bekannt geben, dass die Frau Gemeinderat Daniela Schinagel aus persönlichen Gründen aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, und zwar bleibend ausgeschieden ist. An ihrer Stelle, und ich begrüße ihn sehr herzlich, ist der Bruno Kanzler wieder bei uns. Servus Bruno, herzlich willkommen. Dann habe ich einen Geburtstag zu vermelden, der Gemeinderat Ivanov für den 27. Das ist am Samstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, Geburtstag haben. Man darf zwar nicht im Voraus gratulieren, aber ich sage einfach, ich wünsche dann schönen Geburtstag am Samstag. Ja, das ist, damit habe ich die Form gewahrt und kein Kraut oder wie man so sagt, ausgeschüttet. Die Verhandlungsschrift vom 14.05. liegt vor, gibt es dazu eine Stellungnahme. Ja, nein, vielleicht. Gibt es Dringlichkeitsanträge? Nein. Gibt es Anträge? Nein. Es gibt das Begehren einer Aktuellen Stunde, und bevor ich dieses Begehren umsetze und dem ersten Redner das Wort erteile, teile ich mit, dass ich den Tagesordnungspunkt 12, Beschluss des Bebauungsplans der Grundstufe Eigenparsch, Unverkantenhaus, Wernplatz von der Tagesordnung absetze. Sie werden alle heute gelesen haben, dass der Landesligist mitteilt, dass dies allenfalls ein Fall für den Staatsanwalt ist. Ich bin zwar nicht seiner Meinung, weil ich mir natürlich vorher erkundigt, wie das ist mit dem Amtsblatt und den Veröffentlichungen, und dass uns natürlich eine gewisse Frist hier zur Verfügung steht. Allerdings für keinen Gemeinderat, und es ist ja mündliche Abstimmung begehrt worden, die natürlich stattfinden würde. Ich will keinen Gemeinderat dem Risiko aussetzen, dass er vor dem Staatsanwalt landet. Ich stelle ausdrücklich fest, das ist eine neue Form der Auseinandersetzung. Ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass du diesen Vorwurf heute erhoben hast. Es ist eine neue Form der Auseinandersetzung, dass man sich Amtsmissbrauch ausrichtet und vor allem seitens des Landes den Bürgermeister Amtsmissbrauch ausrichtet. Das wird auch mein Verhältnis zum Land definieren, sage ich ausdrücklich dazu. Aber ich setze diesen Tagesordnungspunkt ab. Er wird nicht zur Abstimmung kommen, weil ich nicht will, dass auch nur ein Mitglied dieses Gemeinderates Gefahr läuft, einer Strafverfolgung, aus welchem Grund auch immer, ausgesetzt zu sein. Hiermit rufe ich die Aktuelle Stunde auf. Wer wünscht das Wort? Der Gemeinderat Fuchs, dann Hauinger. Hoher Gemeinderat, die Absetzung des Tagesordnungspunktes ändert nichts daran, dass Rot-Grün bis zum heutigen Tag und auch wahrscheinlich darüber
an dem Projekt selbst festhalten wird. Und deshalb ist es natürlich auch alles inhaltlich weiterhin zu hinterfragen. Und das werde ich auch machen. Es geht aber schon lange nicht mehr darum, ob dieses Casco-Projekt jetzt knapp unter 20 Meter ist oder knapp drüber oder ob die Baudichte 1,75 oder 1,36 ist, sondern es geht vielmehr darum, wie man und wie die Politik mit den Bürgern in dieser Stadt umgeht. Das ist die zentrale Frage. Und so wie die Bürgeranliegen von Rot und Grün ignoriert werden, ist beschämend. Und ganz spannend ist dieses Roll-up. Die Stadt im Dialog. Ja, mit wem denn? Vielleicht der Bürgermeister mit sich selbst, aber nicht mit den Bürgern. Die trauen sich dieses Roll-up aufzustellen, die Stadt im Dialog und machen das Gegenteil. Ja, es steht eh im Eckerl, im Winkel, vielleicht zieht man nur einen Vorhang davor. Dann entspricht das der Realität, die hier der Bürgermeister in Rot-Grün vollzieht. Und welche Belehrungen musste ich mir vom Bürgermeister anhören im Rahmen der Gespräche und Verhandlungen zur direkten Demokratie? Die ÖVP bremst, sie sabotiert, sie will keine Bürgerbeteiligung. Und in all diesen Punkten wird man sehen, dass wir, nämlich gerade bei der neuen Mittelschule in Liefering, sehr wohl auf die Bürger zugegangen sind, auch hier bei Casco. Nur einer geht nicht auf die Bürger zu, und das ist der Bürgermeister. Er will auch mit dieser Entscheidung, die er jetzt vielleicht in dieser Sitzung nicht herbeiführt, sondern in der nächsten, ganz klar ein Exempel gegenüber Initiativen statuieren. Das will er, und deshalb war es ja so schwierig, in den letzten Verhandlungsrunden einen Konsens zu erzielen, weil auch der Bürgermeister bis zuletzt auf das Vetorecht des Gemeinderates nach einer Bürgerabstimmung beharrt hat. Wir haben, das sage ich auch ganz klar, wir haben ein erhöhtes Quorum verlangt, weil wir klare Spielregeln haben wollen. Aber wir stehen nicht eine Bürgerpflanz zur Verfügung, dass man im Vorfeld eine Bürgerabstimmung durchführt und im Nachhinein den ganzen Prozess kassiert. Sie, Herr Bürgermeister, und das ist eben der Unterschied, Sie führen sich als Superdemokrat auf, als lupenreiner Demokrat und pflegen Ihren absolutistischen Führungsstil. Das muss ich Ihnen vorwerfen. Aber den Vogel hat natürlich der Herr Gemeinderat Galley am Montag im Senat abgeschossen, indem er sagt, die ÖVP ist schuld, warum dass die SPÖ nicht mit den Bürgern ins Gespräch kommt, weil das Stadtrecht noch nicht geändert worden ist. Ja, was hindert die SPÖ daran, mit den Bürgern zu reden, mit den Bürgern zu verhandeln, eine Bürgerversammlung abzuhalten? Herr Galley, Ihnen fehlt nicht eine Änderung des Stadtrechts, sondern ein politisches Rückgrat. Das muss ich Ihnen leider vorwerfen. Jetzt zum Projekt und zum Casco-Projekt. Das größte Problem, das ich jetzt mit dem ganzen Prozess sehe, ist, dass ja das Vertrauen in eine nachvollziehbare, transparente und fachlich begründete Stadtplanung verloren gegangen ist. Und da ist natürlich der Herr Stadtrat Bartutsch im Wesentlichen allein verantwortlich. Ich bitte einen erkrankten, und zwar schwer erkrankten Kollegen jetzt aus dem Kraut zu lassen. Nein, wirklich wahr. Herr Bürgermeister, es gibt politische Verantwortungen. Und es ist natürlich klar, dass ich den Herrn Stadtrat Bartutsch und es ist klar, dass ich den Herrn Stadtrat Bartutsch keine persönlichen Angriffe und Unterstellungen jetzt von diesem Pult aus ausrichte. Das wäre eine wirkliche Sauerei. Aber es darf inhaltliche Kritik darf man anbringen, und das ist gerechtfertigt in diesem Fall. Und wenn man mit den Beamten aus seiner Abteilung informell spricht, wieso dieser Prozess in dieser Form auch stattgefunden hat, dann hört man immer, das ist Chefsache. Und wenn man nachfragt, warum etwa keine Vorbehaltsflächen gleich am Anfang mit dem Grundeigentümer verhandelt worden sind, dann hört man lautet die Antwort Chefsache. Wenn man nachfragt, warum das die Baudichte, eine extrem hohe Baudichte, 2 Monate nach einer Eigentumsübertragung wieder in Dokumenten schon stattfindet und danach, nämlich im Juryergebnis, wieder diese Baudichte exakt in dieser Form wieder aufscheint, dann lautet die Antwort Chefsache. Wenn man fragt, warum das kein zweistufiges Wettbewerbsverfahren durchgeführt worden ist, dann lautet die Antwort Chefsache. Wenn man ursprünglich
das Ganze über eine Bauplatzerklärung machen wollte, was rechtlich gedeckt ist, aber man wollte es, um eben keinen öffentlichen Diskurs zu haben, dann lautet die Antwort Chefsache. Und natürlich sind die Hausbesuche bei den renitenten Anrainern auch Chefsache gewesen. Dieses Projekt geht nicht ohne den Chef. Und das werfe ich ja vor. Nämlich jetzt wie mit einer Walze über 22.000 Bürger hinwegzugehen und die Experten vom Denkmalamt und die Stellungnahme vom Denkmalamt, vom Stadtverein, vom Land, genauso vom einen Senatsrat Puschelberger, der Kronjurist war, der hat auch eine Einwendung gemacht, von Landesumweltanwaltschaft und, das alles vom Tisch zu wischen, das ist für mich an der Grenze zur Planungswillkür. Ich habe es bereits gesagt, das hat in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren und das Ganze wird von einer Partei im Wesentlichen getragen, die sich Bürgerliste nennt. Und das ist ja eine Wählertäuschung der Sonderklasse. Ihr wahres Motiv, das Motiv der Grünen ist ganz klar, sie wollen den Kapuzinerbergtunnel für immer verhindern und deshalb ist dieses Projekt so groß und globig. Und damit dieser Tunnel nicht errichtet werden kann. Und ich sage, ja, wir treten weiterhin für die Trassenfreihaltung ein. Ja, aber wenn man schon dieses Projekt durchbringt und durchbringen will und diese Fläche verbauen will, dann sollte man es wenigstens altstadtgerecht verbauen. Das ist eben doppelt bitter. Wenn man nicht nur die Trasse frei hält, man freut hier einer Kommerzarchitektur, die in jeder Vorstadt Platz finden kann, aber nicht im Weltkulturerbe. Und da lautet das Motto, je höher, umso moderner, je breiter, umso schicker. Das ist die Formel, nach der hier geplant wird. Und das Stadtrecht sieht ganz klar vor. Und ich will es bitte nochmal zitieren, und der ICOMOS hat es uns eindringlich nahegelegt, also ein Externer muss uns das nahelegen, was im Stadtrecht steht. Nämlich die Erhaltung der historisch bedeutsamen Altstadt ist als übergeordnete Zielsetzung des Handelns zu berücksichtigen. Und das ist eben bei dem Casco-Projekt nicht der Fall. Und das Interessante ist ja, wenn es um den Grünlandschutz geht, um die Stadtlandschaften, da gelten erhöhte Quoren hier im Haus, da gibt es sogar eine Bürgerabstimmung verpflichtend vorgesehen. Nur das Weltkulturerbe ist nicht teilbar in Altstadt und im Grünlandschutz. Das Weltkulturerbe ist in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Und da geht es nicht darum, sich die Stadtlandschaften herauszupicken und die Altstadt und den Schutz und Erhaltung der historischen Altstadt als Randthema zu behandeln. Und während der Herr Landesrat Blachfellner eben durch die Gaue tingelt und versucht, das leistbare Wohnen zu thematisieren und zu verkaufen, verrät die SPÖ in der Stadt die wohnungspolitischen Grundsätze, ihre wohnungspolitischen Grundsätze. Sie verrät alle Wohnungssuchenden, indem sie diese Luxuswohnungen unterstützt und genehmigt. Das ist so, nämlich weil im REK ist ganz klar vorgesehen, dass diese Fläche, und zwar deshalb, weil sie ein Ausmaß von 5.600 Quadratmetern misst, primär für den förderbaren Wohnbau vorgesehen werden soll. Und jetzt wird argumentiert, das ist Bauland, das können wir jetzt nicht als mit einem Vorbehalt belegen. Ja, im Zuge des REK-Beschlusses wurde schon Bauland und trotzdem hat die Fachabteilung gesagt, das belegen wir soll man mit einem Vorbehalt belegen. Das ist ja diese Verlogenheit, dass man jetzt im Nachhinein versucht, Planungsgrundlagen umzuinterpretieren. Und das ROG sieht eben ganz klar für gewidmetes Bauland dieses Instrument des Vorbehaltes vor. Und es ist also rechtlich völlig abwegig, Herr Bürgermeister, wie Sie in der Öffentlichkeit sagen, das können wir den Privaten nicht umhängen. Das ist nicht möglich, das ist nie diskutiert worden, deshalb ist das auch nicht zu berücksichtigen. Aber dann soll die SPÖ so fair sein und sagen, wir wollen es nicht, wir wollen den Investor unterstützen, der soll seine Rendite haben, aber es ist rechtlich machbar
Und es, der Bürgermeister soll nicht in der Öffentlichkeit so tun, als wäre die Politik machtlos und einem Investor ausgeliefert. In den letzten Tagen ist natürlich auch klar geworden, dass das UKH Opfer bringen muss. Opfer bringen muss nämlich dahingehend, dass ihr eigener Grund für die Imbergplatzgestaltung im Wesentlichen zur Verfügung stellen muss. Also es geht um diese doppelte Baumreihe, um diese Baumallee, die gepflanzt werden soll. Ich weiß zwar nicht, wie das oberhalb einer Tiefgarage wirklich funktioniert mit einer dominanten Baumreihe. Da wird sich wahrscheinlich die SVK darüber Gedanken gemacht haben, aber da hinzugekommen ist jetzt, dass neben Shared Space auch für Rettungsfahrzeuge möglicherweise vor allem auch die Bauverbotszone kommen soll. Und das ist wirklich eine Vorgangsweise, die seinesgleichen sucht. Nämlich im Mai, und ich habe gestern noch mit einem Vertreter des UKH gesprochen, im Mai wurde die Stadtplanung angerufen und gefragt, ändert sich mit der Auflage des neuen Bebauungsplans etwas für das UKH? Und die Antwort war nein. Und das im Wissen, dass eine Baufluchtlinie kommt, was in Wirklichkeit eine Bauverbotszone Richtung Imbergplatz bedeutet, und das dem UKH nicht mitzuteilen, das ist wirklich zutiefst abzulehnen, so mit wesentlichen, mit der größten Unfalleinrichtung des Landes umzugehen. Umzuspringen, muss man schon sagen. Nur um ein positives SVK-Gutachten zu bekommen. Weil das SVK-Gutachten hat ganz eine klare Bedingung formuliert. Die Bewilligung und das Gutachten für den Hochbau gibt es nur dann, wenn der Imbergplatz verkehrsberuhigt wird und mit einer dominanten Baumreihe versehen wird. Das ist ein Junkding. Und dadurch das Casco das nicht auf Eigengrund realisiert, sondern auf Fremdgrund, auf der Grund des UKHs nur realisieren kann, dann fällt auch natürlich das SVK-Gutachten. Und man muss sowieso die Frage stellen, wie dieses SVK-Gutachten zustande gekommen ist. Es gibt ja den rechtlichen Vorwurf, dass hier entgegen den gesetzlichen Bestimmungen die SVK-Mitglieder in der Jury vom Bauherrn bezahlt worden sind, und nicht vom Land, wie das bei ordentlichen Sitzungen der Fall ist, und vor allem auch der doppelte Gebührensatz, das ist sicher rechtlich zu prüfen, aber wesentlich ist für uns eben, wie mit dem Weltkulturerbe umgegangen wird und auch wie mit ICOMOS umgegangen wird. Und ich kann mich ganz gut erinnern an eine Sitzung im Mai im Planungsausschuss, da ist es um das Projekt Casco beim Elisabeth-Quai gegangen, und die Frage, inwieweit ICOMOS da eingebunden war. Und da hat der Planungsstadtrat eben einen Offenbarungseid geleistet, indem er gesagt hat, ja, ICOMOS Österreich ist ein Verein und hat nicht die fachliche Kompetenz für ICOMOS international zu reden. Und das ist das Beschämende, dass man in Wirklichkeit versucht, diese Meinung von ICOMOS herunterzureden. Und offensichtlich glaubt man erst dann, wie ernst die Lage ist, wenn die Aberkennungsurkunde von der UNESCO auf den Tisch liegt. Aber dass der Bürgermeister da mitspielt, ist absolut unverständlich. Er hat heute die Reißleine noch gezogen, weil er möglicherweise hier selbst Rechtsbruch gehen könnte. Das ändert aber nichts daran, dass er inhaltlich von diesem Projekt überzeugt ist. Und es ist ganz klar, mit einem Beschluss, heute wieder zwar nicht gefasst, aber mit dem Beschluss macht Casco Kasse. Und das ist im Wesentlichen der Sukkus. Da kann man jetzt das uminterpretieren und sagen, das werden wir dann auch später verlautbaren oder sonst wie irgendwelche Tricks. Es ist klar, sobald der Gemeinderat einen Beschluss fasst, macht er Kasse, und deshalb ist es aus unserer Sicht ganz klar, dass man, bevor diese Tragweite gesetzt wird, dass man sich wirklich alle Punkte anschaut und auch die Aufsichtsbeschwerde, die mittlerweile beim Land ist. Weil wegen den Verkaufsflächen und der mangelnden HGB-Widmung ist es natürlich klar, dass die Aufsichtsbehörde Land gefordert ist.
Es wurde deshalb nur dieser Weg gewählt, um der Umweltprüfung zu entgehen oder beziehungsweise vollendete Tatsachen zu setzen, bevor die Umweltprüfung durchgeführt wird. Jedenfalls die Liste der Unregelmäßigkeiten und dieser Extrawürste für den Investor ist lang und das bringt natürlich die gesamte Planung, Stadtplanung in Verruf und das ist natürlich das Traurige, dass das Vertrauen der Bürger in diese Stadtplanung verloren geht. Für uns ist ganz klar, dass man nur mehr mit einem Neustart diesen verfahrenen Kahn aus dem Dreck ziehen kann und wir werden von Seiten der ÖVP auch bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates hier auf eine Neuerarbeitung der städtebaulichen Rahmenbedingungen drängen, weil ohne diese wird man hier kein altstadtverträgliches Projekt entwickeln können. Danke. Nächste Woche vom Gemeinderat Auinger, bitte schön. Ich hab's, ja. Auinger, Hüttinger, Schöppel ist derzeit die. Hallo, gut. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren auf der Besuchergalerie, auch wenn es mir jetzt noch meinem Vorredner schwerfällt, sachlich zu bleiben, werde ich trotzdem mich bemühen, das zu machen. Und auch ein paar Punkte, die aus meiner Sicht, hoffe ich zumindest auch erinnern, unstrittig sind, ausführen. Aber vielleicht eingangs noch ein bisschen was zum Ausmaß dieser aktuellen Diskussion. Ich glaube, es ist gut in einer Demokratie und es ist auch richtig und wichtig, dass man Gegensätze austauscht, dass man durchaus Aktionismus zeigt. Es gibt die Bürgerinitiativen, die das mit viel Engagement machen und dahinter stehen wir auch, hinterstehen auch hinter jeder Unterschrift. Wenn man sich das durchlässt, glaube ich, gibt es keinen, der das da herinnen nicht unterschreiben wird. Allerdings glaube ich schon, dass manche Grenzen speziell in den letzten Tagen überschritten worden sind und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Da werden Beamte der Korruption bezichtigt, ja, das Amtsmissbrauch, es werden Politiker öffentlich deformiert und aus meiner Sicht sind da Grenzen überschritten und wesentliche Grenzen überschritten, weil keiner hat bisher Beweise für diese Anschuldigungen hingelegt und sowas kann in einer Demokratie auch nicht sein. Ich denke, unstrittig ist, dass der Realplatz mit der aktuellen Verbauung mit Sicherheit kein Hingucker in dieser Stadt ist. Also ich glaube, da dürften wir uns doch einig sein, eine alte verdackelte Tankstelle und ein altes Ding ist sicher nicht, wo wir sagen, dieser Platz ist schön verbaut. Unstrittig ist auch, dass dieser Platz für eine Wohnverbauung vorgesehen hat. Also das hat ja auch der Kollege Fuchs bereits ausgeführt. Das, denke ich mal, sollte hier auch unstrittig sein. Der Kollege hat es auch schon gesagt, dass es für das Projekt gar kein Bebauungsplan notwendig gewesen wäre. Das ist auch unstrittig. Und unstrittig ist auch, dass da herinnen keiner das Weltkulturerbe auf das Spiel setzen will. Also ich denke mal, das ist auch unstrittig. Nicht richtig ist allerdings der Vorwurf, dass die Unterschriften nicht ernst genommen werden. Es war der Bürgermeister selber, der nach dem ersten Projekt, wo es die ersten Proteste gegeben hat, gesagt hat, Nachdenkpause, Projekt abspecken, es ist einfach zu viel. Es wurde dann überarbeitet, über das Ausmaß kann man diskutieren, keine Frage. Und es sind auch die Kritikpunkte von ICOMOS weitgehend eingearbeitet worden. Und die Entscheidung, die heute gefällt worden ist, ist richtig, das abzuwarten, weil das Weltkulturerbe auf das Spiel zu setzen, das will da herinnen mit Sicherheit keiner. Und jetzt zur Haltung der ÖVP. Ich meine, im Gegensatz zur FPÖ, die gesagt hat, mir gefällt das Projekt nicht und wir wollen das nicht, haben Sie ja ganz andere Hintergründe. Und jetzt möchte ich auch ein bisschen was zu dem Ganzen, weil Sie sind nämlich massiv mit der Wirtschaftskammer an dieser Vergiftung dieses Klimas beteiligt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das hat angefangen bei den Bollern, das ist weitergegangen bei der Altstadtsperre und jetzt haben wir den nächsten Punkt, wo aus meiner Sicht einfach die Grenze des Erträglichen auch weit bei Weitem überschritten ist. Und ich muss auch wirklich lachen, irgendwie hat ja die ÖVP in der Stadt Salzburg einen kompletten Ideologiewechsel durch. Weil ich kann mich an keinen Planungsausschuss erinnern, wo die ÖVP keinen Zusatzantrag gestellt hat, dass sie nicht 75% Mietwohnungen will, sondern sie will 55% Eigentumswohnungen haben. Und jetzt stellen sie sich da außer, und jetzt stellen sie sich da her und wettern gegen einen Eigentumsbau. Also, ich bin schon gespannt auf die nächsten Planungsausschüsse, da werden sie wahrscheinlich 100% Mietwohnungen fordern, da bin ich gespannt. Ja, da bin ich wirklich gespannt.
Also das ist wirklich, und sie stellen auch wieder Behauptungen da herauf, ohne jeden Beweis vorzulegen. Ich habe gehört, man hat mir zugetragen. Dann sagen sie es, sie botzen da heraus nur Leute an, ohne jeweils was auf den Tisch zu legen. Es ist unerträglich, wirklich. Aber der einzige Grund, und das muss ich Ihnen jetzt hoch anrechnen, dass sie es wenigstens da heraus nicht einmal ehrlich gesagt haben, und das sollen nicht die Anrainer jetzt auch wissen. Der einzige Grund, warum die ÖVP dieses Projekt will und jedes andere, was dort geplant wird, wird sie auch dagegen sein, weil sie will diese Asphaltwüste. Ja? Und jetzt frage ich Ihnen jetzt einmal, damit die Anrainer einmal sehen, was die ÖVP in Wirklichkeit will. Ja? Das will sie, eine Stadtautobahn vor ihren Fußabstreifern, wo zigtausende Autos durchfahren, ja, und wo man über das Weltkulturerbe überhaupt nicht mehr diskutiert. Frau Stadträtin Schmidt, Sie können sich dann auch zu Wort melden. Sie haben sicher auch Freude an dem Projekt, dann können Sie endlich mal einen ordentlichen Kreisverkehr bauen und nicht einen auf der Straße machen. Das ist der einzige wirkliche Grund und das wird es mit der SPÖ nicht geben. Gott sei Dank gibt es da eine breite Mehrheit in dem Haus derinnen, die dieses Mammutprojekt, diese Asphaltwüste vor ihrer Eingangstür verhindern wollen. Wir stehen zu einer Wohnverbauung am Realplatz und die Diskussion wird zeigen, welches Projekt verwirklicht wird. Danke. Danke, Kollege Höttinger, bitte. Schöppel in Vorbereitung. Gell? Ja, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie, liebe Nachbarn, einige von Ihnen sind ja meine Nachbarn, meine Damen und Herren. Es war ja für mich ein bisschen überraschend, dass der Kollege Fuchs jetzt bei seiner Wortmeldung ein bisschen das Thema verfehlt hat. Weiß ja, warum das so der Fall war, weil Sie ein bisschen ausgeschweift sind in Bereiche, die nicht das von Ihnen gewählte Thema Casco-Projekt gefährdete Weltkulturerbe betroffen haben, sondern über andere Dinge gesprochen haben. Ich glaube, ich möchte Ihnen einfach sagen, warum reden wir denn jetzt im Rahmen der Aktuellen Stunde und nicht im Rahmen des vorgesehenen Tagesordnungspunktes über Ihr Projekt? Und das ist ganz einfach. Wir haben in der Stadt Salzburg natürlich nicht nur über das Casco-Projekt zu befinden und das zu beurteilen und das zu bearbeiten, sondern es gibt viele verschiedene Themen. Unsere Gemeinderatssitzung bietet dann den Anlass, Sie sehen es an der Tagesordnung, über 20, 25 Punkte zu diskutieren, Beschlüsse zu fassen. Und am Beginn ein Thema, das aktuell ist, in der Regel aber nicht auf der Tagesordnung steht, aber ansteht zur Diskussion auch zu besprechen. Und wir wussten, dass wir heute eine heiße Diskussion über das Casco-Projekt haben werden, zu der Sie ja auch gekommen sind. Und wir haben uns gesagt, wir werden über dieses Thema reden und wir reden über ein anderes Thema, das auch Tausende von Salzburgerinnen und Salzburgern betrifft. Das ist die Sanierung, die bevorstehende Sanierung vom Überfuhrsteg. Beim Überfuhrsteg, na, Sie hören es nicht gerne, aber es gibt einen Antrag von mir. Es gibt einen Antrag von mir, dass wir gesagt haben, setzen wir doch das Thema Sanierung des Überfuhrstegs als aktuelles Thema auf die Tagesordnung, weil wir da in Vorbereitung sind. Und weil dabei das nicht passieren soll, was vielfach ja vorgeworfen wird, vorher wird mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht geredet, da wird nicht drüber diskutiert. Das Problem dort ist folgendes. Der Überfuhrsteg soll im nächsten Jahr saniert werden. Und bisher war vorgesehen, dass der Überfuhrsteg für eine Baudauer von 5, 6, 7 Monaten, genaueres wissen wir noch nicht, 5, 6, 7 Monaten jedenfalls, für ein halbes Jahr während der Sommerzeit gesperrt wird. Der Architekt Schier hat es bei aller Wertschätzung, die Sie von mir haben, Sie wissen, dass betrachte ich diesen Zwischenruf doch nicht ganz angemessen, weil ich sage Ihnen warum. Durch die Sperre des Überfuhrstegs, die geplante Sperre des Überfuhrstegs, sind täglich tausende Menschen betroffen. Tausende Menschen, die den Überfuhrsteg queren, damit sie von den beiden Stadtteilen über die Salzach kommen. Und zwar sind das nicht Villenbesitzer, das sind nicht Autofahrer, das sind nicht die, die ganz eine starke Lobby in dieser Stadt haben, das sind Kinder, das sind alte Leute, das sind Fußgänger, das sind Radfahrer. Der Architekt Schierz, brauchen Sie mal vielleicht noch kurz zu, ich will Sie nicht zu lang belästigen mit Themen, die Sie nicht interessieren oder nur am Rande interessieren. Es macht für einen alten Menschen einen großen Unterschied, ob er zu Fuß oder mit dem Rollator
oder für eine junge Mutter mit dem Kinderwagen, einen Umweg von 2,5 Kilometern zu Fuß machen muss, damit er sein Ziel erreicht, zu dem er täglich kommen muss. 2,5 Kilometer, das ist für manche schlicht und einfach nicht mehr möglich. Darum wollten wir heute darüber diskutieren, ob wir da nicht eine andere Lösung finden, damit man das, was tausende Menschen über zumindest ein halbes Jahr erheblich belastet hätte, nicht anders lösen kann. Das wollte die ÖVP nicht, weil es in das Ressort der Frau Stadträtin fehlt und da hätten wir vielleicht auch Fragen gestellt. Warum? Da hätten wir vielleicht, Herr Kollege Fuchs, ich weiß, Sie wollen es nicht hören. Aber ich habe Ihnen auch zugehört, auch wenn mir das manchmal nicht ganz leicht fällt, aber ich tue es ja, damit ich auch das berücksichtigen kann, was Sie sagen, Sie wollen es nicht hören. Wir hätten schon die Frage stellen können, wie geht man denn mit Bürgerinnen und Bürgern um? Schreibt man ihnen flapsige Briefe vor Vorlage eines Amtsberichtes oder vor einem Beschluss, kriegen Sie von mir überhaupt keine Information oder gibt man Auskunft, diese Mehrkosten, die ich noch gar nicht erhoben habe, werden hunderttausende Euro ausmachen und das ist nicht verantwortlich. Reden wir darüber, nämlich über die Kommunikation. Soweit dazu. Sie haben das abgestochen, es ist Ihnen gelungen, Sie haben die Diskussion heute nicht im Gemeinderat, Sie haben das nicht im Gemeinderat, naja, aus einem ganz guten Grund. Es ist wahnsinnig aufregend für Sie, Herr Kollege Fuchs, Sie hören das ja nicht gern, aber Sie werden sich noch ein paar andere Sachen anhören möchten. Das müssen Sie mir auch zugestehen, weil ich muss mir auch viel anhören, ich tue sie auch, weil in einer demokratischen Gesellschaft sollte der Platz auch für unterschiedliche Meinungen sein. Allerdings dort sollten Sie Ihre Grenze haben, wo Sie in eine persönliche Diffamierung ausarten, wo Sie Leute in den Dreck ziehen. Und ich habe mir bei Ihrer Wortmeldung ernst gemerkt, Sie haben gesagt, man muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Und das ist für mich schon interessant. Wenn jemand einen Karren in den Dreck zieht, und das machen Sie jetzt seit Wochen und Monaten sehr erfolgreich, dann sagen Sie zu den anderen, jetzt zieh den Karren aus dem Dreck. Das ist perfid, wenn ich das einmal in aller Deutlichkeit so sagen kann. Und ich lese ja ein bisschen, ich meine, ich mache das nur selten, weil ich versuche ja auch meine Psychohygiene irgendwo noch einzuwahren. Ich lese ja manchmal die von Ihrem jungen Wirtschaftsbund, also von einer ÖVP-Teilorganisation betriebene Internetforen und da lese ich dann über uns grünes Gesindel, Volksverräter, in Ihrer Presseaussendung, der Bürgermeister wird mit dem Nasenring durch die Manege gezogen, den Politikern, also sprich Schaden und Badutsch wird das Geld vorne und hinten hineingestopft und darum entscheiden Sie so, wissen Sie, das ist etwas, das dient nicht gerade einer guten Diskussionskultur. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig. Ich könnte es aber auch deutlich sagen, ich finde es schlicht und einfach mies, wenn Sie sich hinter solchen Dingen verstecken, aber Stimmung machen. Sie tun das mit unbewiesenen Behauptungen. Sie wissen auch, dass Sie falsch sind. Sie wissen auch, dass Sie falsch sind. Und Sie stellen dann Dinge in den Raum, bei denen Sie nur Stimmung machen. Ein schönes Beispiel haben Sie heute wieder geliefert. Das Bauvorhaben am Elisabeth-Quai. Dieses Bauvorhaben, meine Damen und Herren, weil es ja immer so als Beispiel genannt wird, wie gehen denn Rot und Grün mit der Salzburger Stadt um, mit der Planung, ist einstimmig mit den Stimmen der ÖVP und mit der Stimme der FPÖ beschlossen worden. Einstimmig. Alle Politikerinnen und Politiker im Salzburger Gemeinderat haben gesagt, so genehmigen wir das. Und jetzt heißt es Rot und Grün, und dann personalisieren wir es, nur der Badutsch ist dafür schuld, dass das so gebaut wird. Da waren alle dabei, auch Sie, Herr Kollege Fuchs, aber das vergessen Sie auch ganz schnell und Sie erzählen das Gegenteil. Und dann sagen Sie noch etwas und Sie sagen, mit den Bürgern und Bürgerinnen hat ja niemand geredet, also die Bürgerinnen lassen Sie ja immer weg, ich sage, mit den Bürgern und Bürgerinnen hat ja niemand geredet. Auch das ist falsch, Herr Kollege Fuchs, und Sie wissen es so gut wie ich, wahrscheinlich wissen Sie es sogar noch besser, weil Sie sich mit dem so intensiv beschäftigen, der Einzige, der im Casco-Projekt Bürgerversammlungen gemacht hat, war der Stadtrat Badutsch. Und einer von denen, die ich dort nicht gesehen habe, waren Sie. Ich habe Sie bei keiner einzigen Bürgerversammlung gesehen, das haben Sie auch nicht notwendig, weil Sie brauchen das ja nicht, Sie wissen ja, ohne dass Sie hingehen, dass es die Bürgerversammlungen gar nicht gibt, dass man mit den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht spricht und werfen das dann einfach wahrheits- und tatsachenwidrig dem Stadtrat vor. Und jetzt kommen wir aber zum Kern. Warum sind wir denn in der Situation, in der wir heute sind? Warum sind wir in der Situation? Die Stadt Salzburg hat dieses Grundstück einmal besessen, vor vielen, vielen Jahren. Und dann hat die Stadt Salzburg mit den Stimmen der SPÖ und der ÖVP, die sich jetzt als Retter der Stadt Salzburg aufspielt, das Grundstück verkauft.
1982, wenn ich mich richtig erinnere, da war Ihre Partei dabei. Ihre Partei hat damals nicht gesagt, ein wichtiges Grundstück am Rande der Altstadt, sondern sie hat gesagt, wir verkaufen es. Und das Grundstück war dann am Markt, da gab es verschiedene Projekte. Und dann kam die Wirtschaftskammer unter der Federführung von Herrn Klubobmann Fuchs. Ja, die Salzburger Sparkasse hat es gekauft. Nein, Herr Kollege Fuchs, nicht einmal das wissen Sie richtig, aber ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich sage das jetzt nicht nur einmal, dass ich bei Ihnen bei manchen Dingen bisher einen höheren Wissensstand angelegt hätte, weil Sie Jurist sind. Darum hätte ich geglaubt, dass Sie manche juristischen Dinge besser verstehen und hätte auch geglaubt, dass Sie zum Beispiel wissen, dass die Sparkasse nach dem Sparkassengesetz eine sogenannte eigentümerlose Gesellschaft war. Das war ein in Österreich relativ einzigartiges Bundesgesetz, auch ein Gesetz der Stadt Salzburg, und die Salzburger Sparkasse hat kein Eigentümer gehabt. Ja? Also nicht im Eigentum der Stadt, jedenfalls die Stadt hat sich aus ihrem Einflussbereich verabschiedet, hat es verkauft. Dann war das Grundstück am Markt und dann hat die Wirtschaftskammer zum Planen angefangen. Und die Wirtschaftskammer, der Kollege Auinger hat es ja schon gezeigt, hat dann ein wunderbares Altstadt- und weltkulturgerechtes Projekt entwickelt, nämlich einen Turbokreisverkehr am Realplatz. Einen Turbokreisverkehr, ich glaube sechsspurig war er, mit einem Durchmesser von, wie viel waren es, 40, 50 Metern, jedenfalls den ganzen Realplatz einnehmend, neben dem zweitgrößten Krankenhaus der Stadt Salzburg, wo man den Anrainern unter ihren Grundstücken durchgefahren wäre, ohne die überhaupt zu fragen, wo natürlich eine erhebliche Gefährdung der Häuser in der Arnbergstraße gegeben gewesen wäre. Die Anrainer, die Gutachter haben mir gesagt, die Baumaßnahmen werden dort zu erheblichen Beeinträchtigungen bei den Häusern führen können. Und ich kann nur sagen, wir Anrainer am Kapuzinerberg haben noch gut in Erinnerung, wie die Glockengassengarage gebaut wurde und wie es bei Bauarbeiten in der Linzer großen Schäden in der Steingasse und in der Arnbergstraße gegeben hat. Also welches sensible Terrain das dort ist, wissen die Leute, die dort seit vielen Jahren wohnen, und dazu gehöre ich. Wurscht! Wurscht, hat die Wirtschaftskammer gesagt. Ist ja ganz gleich. Wir wollen dieses Megabauprojekt, wir wollen eine Stadtautobahn haben, wir wollen einen Kreisverkehr haben, wir wollen einen Turbo-Kreisverkehr haben, wir wollen eine Stadtautobahn haben, wir wollen dort durchrauschen mit unseren Autos. Und da war das Weltkulturerbe völlig wurscht. Es hat keinen interessiert. Kein Mensch. Kein Mensch hat da nach Ikermos gefragt, kein Mensch hat da gesagt, passt das überhaupt an den Rand der Salzburger Altstadt? Muss man ja auch noch dazu sagen, das Grundstück, von dem wir reden, nämlich die Gstetten mit Tankstelle und Sparkassenschwammerl, ist das letzte Grundstück, das die Grenze zum Altstadtschutzgebiet darstellt. Nichtsdestotrotz sehr schützenswert und für mich besonders interessant, weil, wie Sie wissen, ich bin ja nahezu unmittelbarer Nachbar dieses Grundstückes. Es lebt jetzt seit 55 Jahren. Aber dort war es Ihnen wurscht. Wir bauen das hin und ist ganz gleich. Das Grundstück war am Markt. Die Wirtschaftskammer, die Baulobby hat überhaupt kein Interesse gehabt, sich das Grundstück zu sichern. Das war Ihnen wurscht. Sie haben gesagt, das wird schon irgendwer anderer richten. Und dann ist das Grundstück verkauft worden. An einen privaten Bauträger. Und da wird es jetzt interessant. In dem Moment, wo die ÖVP erkannt hat, dass jetzt ihr geliebtes Tunnelprojekt, bei dem hunderte Millionen verbaut werden, bei dem ihre Bauwirtschaft dann wirklich Kohle machen kann, bei der wirklich Kasse gemacht werden kann, bei der ihr Projekt der Altstadtzerstörung durch einen ungebremsten Autoverkehr vielleicht einmal gebremst wird, ob da hat man dann aufgefahren. Da hat man dann Internetseiten gegründet, Foren gegründet, Unterschriften gesammelt, angebliche Likes, von denen man nicht weiß, wo die herkommen. Hat aus einer Plattform, die es im Internet gibt, auf einmal versucht, wo kann ich denn andere Gefährten finden? Und habe dann auf einmal gesagt, na, da könnte man doch dieses Projekt, das unseren Tunnel gefährdet, auf andere Art und Weise abdrehen. Und da sind wir jetzt und sie machen das Projekt schlecht, sie ziehen es in den Dreck und andere sollen es für sie herausziehen. Und jetzt sage ich schon eins. Ich habe mit großem Interesse vor wenigen Monaten, so wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen, den Kommentar von Manfred Berter in den Salzburg Nachrichten zur Gefährdung der Stadt und zum Umgang mit der Stadt gelesen. Und wenn man ein begeisterter Salzburger ist, so wie ich es bin, und wenn man auch in der glücklichen und manchmal auch schwierigen Aufgabe ist, da ein bisschen mitzureden zu können, wie sich diese Stadt da entwickelt, dann überlegt man natürlich, was kann man denn dazu beitragen, dass man mit dem gut umgeht, dass die Stadt
wenn es uns einmal nicht mehr gibt, ob politisch oder auch biologisch nicht mehr gibt, noch immer so eine schöne und lebenswerte Stadt ist, in die die Leute gern kommen, in die die Menschen gern leben. Und da gibt es schon ein paar Komponenten. Das eine ist so die soziale Komponente, die Salzburg in einem hohen Ausmaß lebenswert macht. Eine Stadt, die in wenigen Wochen des Jahres eine kulturelle Welthauptstadt ist und die trotzdem in vielen Phasen so ein Dorf ist, wo man viele kennt. Wir sehen sie ja da auch, viele kennen sie einfach persönlich. Man trifft sie in der Stadt, man hat einen persönlichen Kontakt, man hat noch Zugänge. Das ist das eine. Bei dem die Auseinandersetzung mittlerweile eine Schärfe erreicht hat, wo ich sage, sie gehen da einen Weg, der das bisherige Verständnis, dass man miteinander in dieser wunderschönen Stadt leben, der schon etwas verlässt, wenn nicht sozusagen gefährdet. Das ist die eine Seite. Und das zweite ist, wie gehen wir denn mit der Bewahrung, aber auch mit der Entwicklung dieser Stadt um? Und da haben wir, ich habe das mit Interesse vom ehemaligen Intendanten Urban gelesen, wie er so die Bilanzen der Bürgermeister der letzten 30 Jahre beurteilt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Bürgermeister Reschen hat einen Wasserbehälter im Kapuzinerberg gebaut, der Bürgermeister Dechand hat nichts zusammengebracht und der Bürgermeister Schaden verwirklicht ein Casco-Projekt. Wenn das die Perspektiven sind, die aus unserer Arbeit überbleiben, dann fürchte ich, dass da der Blick ein bisschen eingeschränkt ist, weil gerade das Ringen um diese Stadt hat diese Stadtpolitik in den letzten 30 Jahren so geprägt, wie es wohl in Österreich einzigartig ist. Das Ringen um die Altstadt, um die Altstadterhaltung, um die Stadtlandschaften bis zur Aufnahme ins Weltkulturerbe, bis zur Grünlanddeklaration, bei der man gegen einen heftigen Widerstand der ÖVP, gegen einen heftigen Widerstand der Grundstückseigentümer gesagt haben, wir wollen Grundstücksflächen, die die großen Stadtlandschaften darstellen, langfristig sichern. Und wir wollen schauen, dass im Bauland gebaut wird. Und natürlich wissen wir auch, dass der Konflikt, in dem wir in Salzburg leben, in dem wir sagen, große, erhaltenswürdige Grünflächen da, wenig Bauland, das sehr begehrt ist auf der anderen Seite, auch dazu führt, dass wir insofern durchaus neue Probleme erzeugen können, weil wir das Bauland ja auch sorgsam nutzen können. Und ich verstehe den Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer sehr gut. Oje. Nein, der Dr. Walderdorf ist kein Umfaller, der ist nur umgefallen. Ja. Ich verstehe den Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer sehr gut, weil das ist ja kein völlig absurder Wunsch. Die sagen, baut es doch weniger hin auf ein Grundstück. Macht es doch kleine Häuser, zwei, drei Geschosse. Das schaut doch einfach weniger massiv aus. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn wir Bauflächen nicht ausnützen? Das bedeutet, dass der Druck auf die Grünflächen noch größer wird und dass wir daher immer die Balance dazwischen wahren müssen, welche Verdichtung, welche Nutzung der Bauflächen ist tatsächlich möglich und wo sind die Grenzen? Und da komme ich jetzt zu einem Punkt und da gehe ich zurück zu dem, was ich gesagt habe, was Bertere gesagt hat. Der hat gesagt, warum holt man denn nicht internationale Architekten, warum macht man denn nicht eine Entwicklung, die ein bisschen aus dieser Perspektive einer doch noch immer kleinen und sehr lebenswerten Stadt hinausgeht. Und das passiert dann auch, wie im konkreten Fall, man macht einen international ausgeschriebenen Architektenwettbewerb. Herr Architekt Schiertz. Ich bitte von Zwischenrufen an. Nein, ich bin ja durchaus dankbar, weil dann kann ich ja gleich reagieren. Also Sie können gerne immer Zwischenrufen. Herr Architekt Schiertz, dann darf ich das vielleicht sagen. Dann müssen Sie mir aber noch 3 Minuten mehr erlauben. Ich wollte da schon irgendwie einen Bogen spannen, aber dann muss ich noch mal ausholen. Um eine Entwicklung der Stadt, die von dem wegkommt, was wir in den Jahren 1945, Wiederaufbau, vergessen wir jetzt einmal, übernehmen wir die Zeit ab 1960 bis etwa 1980 hatten, in denen Häuser gebaut wurden, wie zum Beispiel so ein hervorragendes Bauwerk, war das Millehaus an der, ist das jetzt nur Ignaz-Zahra-Straße oder St. Julien-Straße, Sie wissen, das Mille an der Lena-Brücke, das Millehaus und viele andere derartige Bauten, die man ja bei einem Rundgang durch die Stadt dauernd besichtigen kann, damit man das verhindern kann,
und von dem ja heute zwar niemand mehr redet, weil sie alle daran gewöhnt haben, an diese geballten Scheußlichkeiten, die es in der Stadt gibt und die in den Jahren nach dem Krieg auch unter dem Druck des Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen Notwendigkeiten in die Stadt hineingeknallt wurden, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, auch in der Altstadt. Damit man das verhindert, hat man, und jetzt sage ich mal, hat die Politik dann auch Verfahren entwickelt. Architekt Schierz und Sie waren ja dabei, man hat dann Sachverständigenkommission eingerichtet, man hat im Bereich außerhalb Deutschland einen Gestaltungsbeirat eingerichtet und man hat vor allem eins gemacht. Man hat gesagt, wir versuchen davon wegzukommen, dass wir bei Bauvorhaben nur mehr einen Entwurf vom Grundstückseigentümer bekommt und mit dem Entwurf kann man dann als Politiker und als Planungsabteilung ja immer sehr flexibel umgehen, sondern man versucht Bauherren zu sagen, wenn ihr mit einem größeren Projekt zu uns kommen wollt und ihr wollt von der Politik und von der Planung Entscheidungsgrundlagen haben, dann macht doch einen Wettbewerb. Und wenn es ein größeres Projekt ist, möglich einen internationalen Wettbewerb. Und das war ein Vorgang, aus dem ganz großartige Bauvorhaben herausgekommen sind. Und ich bin nicht der Architekturexperte und das maße ich mir auch nicht an, aber es gibt viele, viele Menschen, die sagen, was da in den letzten 30 Jahren in Salzburg auch entstanden ist, das sind Bauvorhaben, die passen in die Zeit, die haben eine Gültigkeit, die passen in den Raum. Ich erinnere an ein Beispiel, das vor kurzem noch für eine große Diskussion geführt hat, das war der Neubau der Uni in Londau. Als diese große Baumasse, die dorthin gestellt worden ist, zunächst einmal bekannt worden ist, gab es gleich einen Riesenaufschrei. Es gab die anderen Kritiker, die gesagt haben, nur immer zu klein, weil die Uni einen größeren Platzbedarf haben. Wie es dann fertig war, hat doch ein überwiegender Teil der Menschen, die das Bauwerk sehen, die das erleben, die auch drin arbeiten, gesagt, das ist gut gelungen. Ein Bauwerk, das übrigens von den gleichen Architekten, vom gleichen Architekturbüro gebaut worden ist, die jetzt das Casco-Projekt geplant haben. Und beim Casco-Projekt war es der gleiche Vorgang. Man hat gesagt, macht einen Wettbewerb. Und man hat aufgrund der vorangegangenen Bürgerversammlungen, in denen Sie, ich habe es eh schon erwähnt, ja nicht waren, dann letztlich auch vereinbart, dass ein Vertreter der Anrainer in die Jury kommt. Und der war in der Jury und dann gab es ein einstimmiges Wettbewerbssiegerergebnis. Und dieses einstimmige Wettbewerbssiegerergebnis hat dazu geführt, dass die Anrainer gesagt haben, wir sind trotzdem nicht zufrieden, was ich aus der persönlichen und subjektiven Sicht ja auch verstehe. Die Menschen leben dort seit vielen, vielen Jahren und haben dort einen ungehinderten Blick. Wenn sie in der Arnbergstraße oben wohnen, sehen sie das Schwammerl unten ja nicht, weil es sind die Bäume davor und an die Tankstelle haben sie gewöhnt. Das blendet man ja dann aus. Wir wissen das ja alle. Ich habe deswegen das Millehaus erwähnt, weil das sieht ja in Wirklichkeit auch keiner mehr. Da fahren wir vorbei und das gibt es halt einfach. Und das soll jetzt natürlich groß verbaut werden. Und das ist ein großer Verbau. Und für alle die, die sich nicht vorstellen können, wie groß die Gebäude sind, gehen sie am Realplatz. Schauen Sie nicht Richtung Baugrund, sondern drehen Sie sich um, sondern schauen Sie sich das sogenannte Flatscherhaus an. Das ist das Haus, das sozusagen das zweite, das zweite von der Brücke rechts ist. Das ist ein großes Gebäude, das hat genau die Maße bis zum Dach, nämlich bis zum, wie heißt das? Dr. Ferch, Sie können mir nur so oft sagen, es stimmt nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich sage den Satz fertig und sage, warum ich meine, dass es stimmt. Das hat genau die gleiche Höhe. Der Unterschied in der Diskussion liegt ja immer darin, warum der Herr Dr. Ferch jetzt einwirft, das stimmt nicht, weil die Anrainerinnen und Anrainer bei den bestehenden Gebäuden die Traufenhöhe messen und beim Baubau und nicht mitmessen das Dach, das zum Teil auch ein ausgebautes Dachgeschoss ist, das jedenfalls mehrere Meter hoch ist und das Gesamtbild des Hauses ja durchaus auch beeinflusst, weil das Haus eben nicht bei der Traufe aufhört, sondern oben aufhört. Das nicht mitmessen und deswegen sagen, aber beim Casco-Projekt am Realplatz, bei dem es dieses aufgesetzte Dach nicht gibt, muss es die Oberkante sein. Und das ist das große Dilemma. Sie haben beim Casco-Projekt keinen Gebäudeteil, der höher ist als das Flatscherhaus. Nageln Sie mich nicht fest, vielleicht überschreitet es irgendwo 30 cm. Also keinen wahrnehmbaren Teil, der höher ist als das Flatscherhaus. Das ist die Realität. Am Realplatz bestehende Bebauung. Und das ist, der Dr. Walderdorf wirft ja wieder ein die Traufenhöhe. Ich habe versucht gerade zu erklären, was der Unterschied ist. Also für Menschen, die davor stehen, sehen sie ein Gebäude, das hat eine bestimmte Höhe.
und Sie können jetzt mit technischen Begriffen anfangen und sagen, die Traufenhöhe ist nur dort, setzen Sie im Extremfall ein 10 Meter hohes Dach drauf, dann ist die Traufenhöhe bei einem 20 Meter hohen Gebäude 10 Meter und ein 10 Meter hohes Dach des Senders. Ja, 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 aber wir haben eine Gesamthöhe vom Bau und das ist die Baumasse, die dorthin kommt und das ist das Ergebnis eines Wettbewerbsprozesses. Wie gesagt, gewonnen vom diesjährigen Träger des Landesarchitekturpreises, ein deutsches Architekturbüro. Also die Forderung ist, Send durch internationale Architekten und Architektinnen auch in Salzburg werken zu lassen, auch da erfüllt. Und dann begutachtet von der Sachverständigenkommission. Und in der Sachverständigenkommission sitzen Fachleute, die von Ihnen, Herr Dr. Fuchs, entsandt worden sind, nämlich mit Beschluss des Gemeinderates, einstimmig mit Ihren Stimmen. Falsch? Ah, okay, nehme ich zurück, vom Land. Wie war es vom Land? Hat die ÖVP, die Fachleute, auch mit Rot-Grün beschlossen? Also wahrscheinlich haben die Grünen im Land auch heimliche Koalition mit der SPÖ und entsenden dort die Fachleute. Ich glaube, da war die ÖVP nicht ganz unbeteiligt bei den Fachleuten, die dort in entsandt würden. Und die SVK macht einen Gutachten. Und die sagen, dieses Bauvorhaben, das ist das Ergebnis eines einstimmigen und der Mitwirkung eines Anrainervertreters prämierten Projektes. Dieses Projekt ist altstadtkonform, fügt sich in die Altstadt ein. Und das Altstadterhaltungsgesetz hat nie gesagt, wir dürfen nur historisierend bauen, wir dürfen nur so bauen, wie es vor 300, 400 oder 500 Jahren gebaut haben, sondern das Altstadtgesetz hat immer Raum gegeben dafür, dass auch Neues entstehen kann. Und jetzt kommt natürlich ein Ergebnis raus. Und jetzt kommt ein Ergebnis heraus, bei dem alle befassten Fachleute, die Fachjury, die SVK sagen, das ist ein Projekt, das gut ist, das dorthin passt und das dort gebaut werden soll. Und dann sagt eine Mehrheit im Gemeinderat, was sollen wir denn jetzt anders machen? Was sollen wir denn anders machen, als dann, wenn dieser Planungsprozess einen Abschluss findet bis zur SVK, die sagen, das ist dort in Ordnung, das sollen wir jetzt nicht genehmigen? Weil wir dann den Kapuzinerbergtunnel in dieser Turbo-Variante nicht bauen können, weil wir ein Bauvorhaben nachhängen, das letztlich eine Utopie ist, die seit über 100 Jahren aufrechterhalten wird. Herr Kollege Fuchs, ich bin mit dem Vorhalten von strafbaren Handlungen, mit denen Sie und Ihre Partnerinnen und Partner so leichtfertig umgehen, sehr, sehr vorsichtig. Weil ich weiß, da gehört vieles dazu. Der Vorwurf einer strafbaren Handlung bedeutet nämlich nicht nur, dass man Fehler macht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Fehler gemacht. Ob politisch oder beruflich oder privat. Aber ich bemühe mich, diese Fehler nicht vorsätzlich zu machen. Ich bemühe mich nicht, mit Vorsatz zu sagen, ich mache etwas falsch. Und das tue ich auch in dem Projekt nicht. Ich überlege mir die Dinge, ich treffe Entscheidungen, ich respektiere, dass man Entscheidungen auch anders treffen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist der Thema der Demokratie, in der man sagen kann, es gibt eben auch Entscheidungen, die gegen einen getroffen werden können, aber die anderen so in den Dreck zu ziehen und dann zu sagen, zieht den Kahn aus dem Dreck, das ist wirklich eine Art und Weise, bei der ich sagen muss, das bin ich auch von einer ÖVP, die selber genug Dreck am Stecken hat, und ich sage das jetzt von der Seite aus ganz deutlich, ich glaube, der Landesparteiobmann unseres Nachbarbundeslandes ist gerade rechtskräftig oder noch nicht rechtskräftig, aber zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ehemaliger Innenminister hat eine Klage am Hals. Der Korruptionsunterausschuss hat durchaus gezeigt, wie es die ÖVP mit Recht und Gesetz wahrnimmt. Also von Ihnen dann vorzuwerfen, Ihre Partei seien die Saubermänner und Sauberfrauen, das lasse ich mir nicht bieten. Die Kollegin Schmidt begehrt eine Tatsache. Richtigstellung.
Polemik und Beleidigungen in getragenem Ton vorträgt, wird es nicht besser. Und das, was du unterstellt hast, nämlich die persönliche Diffamierung und Unterstellungen, die hast du jetzt gerade gebraucht. Aber zum Thema, die ÖVP, und wenn du meinst, ich bin die ÖVP, ich bin ein Teil der ÖVP, hat sich mitnichten gefürchtet vor einer Aktuellen Stunde über den Überfuhrsteg. Wenn du, und ich traue dir diese juristische Sachkenntnis zu, im Stadtrecht liest, dann weißt du, dass der Bürgermeister zu entscheiden hat. Zum Überfuhrsteg kann ich dir das sagen, was ich bereits in der letzten Gemeinderatssitzung gesagt habe. Wir haben eine Bauzeit von 20 Monaten angenommen mit einer Komplettsperre. Mit einer teilweisen Offenlassung des Steges müssen wir mit Sicherheit mit einer 3 Monate längeren Bauzeit rechnen, wobei von dieser Bauzeit ungefähr 10 Wochen der Steg auf jeden Fall gesperrt sein muss, weil da einfach Arbeiten passieren, die ein Offenhalten nicht ermöglicht. Ich habe in der letzten Gemeinderatssitzung gesagt, Herr Kollege Karl, und Sie haben mir, glaube ich, zugehört, dass wir selbstverständlich die einseitige Offenhaltung des Steges prüfen werden. Wir werden das auch ausschreiben, damit wir zu konkreten Zahlen kommen. Und es ist nicht eine wundersame Reduktion der Kosten, lieber Helmut Hüttinger, sondern ein Ersatzsteg, den wir selbstverständlich auch geprüft haben, kostet diese 500.000. Und wenn du sagst, wir sprechen nicht mit den Bürgern, ich denke nicht daran, und das sage ich auch ganz offen, bevor nicht der Gemeinderat informiert ist über dieses Bauvorhaben und es gibt einen Amtsbericht, der bereits liegt und der noch ergänzt wird, werde ich mitnichten außenstehende Bürger informieren. Ich glaube, das wirst du auch verstehen, dass zuerst auf jeden Fall der Gemeinderat zu informieren ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt manchmal nicht Deutsch spreche oder ob ihr nicht Deutsch versteht, aber ich sage das gebetsmühlenartig, seit diese Aktion vom Herrn Gemeinderat Karl und Konsorten angezettelt worden ist. Es ist immer das Gleiche, was ich sage, und ich werde auch nichts anderes sagen zu diesem Thema. So, nach diesen sehr ausführlichen Tatsachen möchte ich stellen, dass der Kollege Schöppel am Wort in Vorbereitung, Kollegin Tatzel. Herr Bürgermeister, aber Gemeinderat. Kasko Fiasko, ohne Ende, habe ich im Stadtsenat gesagt. Und heute sage ich vielleicht Kasko Fiasko. Mit doch einem guten Ende. Herr Bürgermeister, Sie haben, ich zitiere Sie aus den heutigen Salzburger Nachrichten, gesagt, ich zitiere Sie, Ihr Vorgehen sei eine Gratwanderung. Vielleicht haben Sie erkannt, dass es eine Gratwanderung wäre, ohne Seil und ohne Sicherung. Und ein Fehltritt dann vielleicht in den Abgrund führen könnte, wie wir aus den Bergen wissen. Und vielleicht hat sie doch auch ein schlechtes Gewissen erheischt. Die direkte Demokratie, die Bürgerbeteiligung und auch unsere Altstadt am Altar, dem Projekt Danken an der Bau, an dem Altar von Bauspekulanten zu opfern. Wir haben bereits im Stadtsenat darüber gesprochen, dass die nunmehr so behauptete, abgespeckte Variante eigentlich keine ist, sondern nur 60 cm, 80 cm seit der von Ihnen verordneten Nachdenkpause verkleinert hat. Das war im Juli, Herr Bürgermeister. Und wenn wir jetzt das zusammenrechnen, dann war die Verkleinerung so für jeden Tag um einen schwachen Zentimeter. Wenn wir jetzt diese magistratische Projektanten- und Planungsschnecke jetzt so weiter schleichen lassen, während der zweiten Nachdenkphase, und wir lassen uns vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre Zeit, dann wird uns also die Planungsschnecke dann dorthin bringen, wo vielleicht die Bebauung sinnvoll ist.
Und ich sage eines, wir Freiheitlichen haben uns immer zu einem bekannt, dass dieses Projekt einer Bebauung zugeführt werden soll. Dass das heute eine Gstetten ist und nicht gerade eine Vorzeigeliegenschaft der Stadt Salzburg, das ist, glaube ich, eines der wenigen Dinge, das uns alles verbindet. Aber bitte lassen Sie bei dem, was Sie mit dieser Liegenschaft vorhaben, endlich einmal Vernunft einkehren. Und wir Freiheitliche haben erstens es abgelehnt, an dieser Stelle einen Highway zu bauen, wie es nämlich die ÖVP wollte. Aber wir lehnen es genauso ab, dort ein Monsterprojekt zu errichten, wie es Rot und Grün heute haben wollten eigentlich. Kehren wir doch zurück zum Maß der Vernunft, bebauen wir diese Liegenschaft oder lassen wir sie bebauen in einer Subtilität, die doch zu unserer Altstadt passt. Und eines sage ich dazu, der Maßstab der Bebauung kann doch nie und nimmer das daneben gelegene Unfallkrankenhaus mit seiner riesen Baumasse sein. Kehren wir zurück zur Vernunft, halten wir doch fest, dass wir weder ein Beton-Monster-Projekt haben wollen, noch einen Highway dort, sondern dass wir dort eine subtile Bebauung haben wollen, die zu unserer Stadt, zu unserer Heimat und auch zu diesem Platz passt. Und nutzen wir doch die Zeit endlich dazu, aus den Gesprächen über die direkte Demokratie nicht nur Lippenbekenntnisse zu machen, sondern es auch zu tun. Und wenn ich Sie jetzt da oben anspreche und ich schaue mir die Forderungen an, die Sie tatsächlich zu Papier bringen, dann sage ich, es muss doch für die Politik und eigentlich für jeden da herinnen eine Selbstverständlichkeit sein, jetzt, wo das ja wieder ausgesetzt wurde von Herrn Bürgermeister, das zu tun, was Sie wollen. Sie sagen erstens, sofort alle Projektpläne in einem öffentlichen Gebäude ausstellen. Ja, dann tun wir es doch. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit dazu, das zu machen. Ihre zweite Forderung ist, sofort Baumaske am Ort. Ja, dann tun wir es doch. Das ist doch jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Und wenn ich Ihre dritte Forderung lese, die hier steht, nämlich die gesamte Bürgerschaft der Stadt Salzburg zu einer Bürgerversammlung einzuberufen, sage ich, naja, auch dazu wird es die Zeit sein. Und da sage ich auch du, tun wir es doch, nutzen wir die Gelegenheit. Herr Bürgermeister, sehen wir das durch den heutigen Tag auch als Chance, das zu tun, was wir eigentlich immer besprochen haben. Nämlich die Phasen 1 und 2 dieses lange diskutierten Modells der direkten Demokratie umzusetzen, machen wir das, was die Phasen 1 und 2 vorsehen, reden wir mit den Bürgern und sehen wir das als Chance, das zu tun, was die Bürger wollen. Nämlich mit uns reden und dass wir aufeinander zukommen. Das sind ja keine Totalverweigerer, die sagen, der Platz soll so bleiben, wie er heute ist. Die wollen auch eine subtile Bebauung. Gehen wir das an, machen wir das. Machen wir mit den Bürgern gemeinsam einen Bebauungsplan, erarbeiten wir Planvorgaben gemeinsam, dann werden wir in der Stadt wieder Frieden haben und wir kommen dorthin, wo wir alle hinwollen. Und dann, Herr Bürgermeister, wäre es auch die Gelegenheit, einmal einiges zu überdenken, weil das Argument, das ich im Stadtsenat zum Beispiel gehört habe, das war immer so, das haben wir immer so gemacht. Herr Bürgermeister, das ist kein Argument, dass es gut und richtig ist, dass die Mitglieder der SVK gleichzeitig in der Jury sitzen, deswegen, weil man das immer schon so gemacht hat. Herr Bürgermeister, deswegen wird es nicht besser. Überdenken wir diese Vorgangsweise, machen wir doch hier vielleicht eine strikte Vortrennung. Und als zweites, bitte machen wir, denken wir darüber nach, dass wir Planungsvorgaben machen. Und nicht Planungsnachgaben im Sinne von Nachgeben. Der Gesetzgeber sagt ganz einfach, sagt eindeutig, wir haben Planungsvorgaben zu machen, indem dass wir Bebauungspläne oder auch Flächenwidmungspläne vorgestärft erlassen. Ja, reden wir doch mit den Bürgern gemeinsam und erlassen wir einen Bebauungsplan, so wie es die Bürger haben wollen, in einem gemeinsamen Dialog. Und dann muss sich der Bauherr daran halten, wie nämlich die Vorgabe und nicht die Nachgabe ist. Und das Gleiche, was wir fordern für den Realplatz hier, ist der Bürgermeister, das gilt ja wohl für jeden Häuselbauer. Das ist ja eine Vorgangsweise, ein in die Knie gehen vor einer großen Bauvorstadt, vor großen Projektanten. Aber machen wir endlich einmal diese Vorgaben. Applaus.
vielleicht können auch die Bürgerliste und die SPÖ diese Zeit nutzen für ein Nachdenken. Nämlich einerseits, wie ist wirklich der Umgang, wenn das Weltkulturerbe gefährdet ist, wie ist der Umgang mit den Bürgern, wollen wir auf die Leute zugehen. Bürgermeister, Sie haben heute eine Notbremse gezogen, nachdem Sie im Stadtsenat, Sie nicht, weil Sie waren nicht anwesend, aber Ihre Fraktion dagegen gestimmt hat, Sie haben nicht abgestimmt gegen die Absetzung. Die wurde ja bereits im Stadtsenat wurde bereits die Abstimmung durchgeführt über die Absetzung dieses Tagesordnungspunktes vor 2 Tagen. Ja, aber ich kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie nur dagegen gestimmt haben, dass Sie es abgelehnt haben. Das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Das kann ich den Rest der SPÖ vorwerfen, aber Ihnen nicht, weil Sie waren nicht da und ich erhebe sicher keinen Vorwurf, der ungerechtfertigt ist. Also sage ich ganz offen dazu, Sie waren nicht da, aber der Rest der SPÖ und auch die Bürgerliste haben das abgelehnt, was Sie heute tun. Aber nutzen wir doch das als Chance, endlich mit den Bürgern in das Gespräch zu treten. Aber gegen eines verwahre ich mich schon, und das ist die ÖVP, wenn Sie sagen, so ein Projekt, das die Bürger nicht wollen, das können Sie halt jeder Vorstadt errichten. Also mir liegt schon die Altstadt am Herzen. Aber das Gleiche gilt für alle anderen Stadtteile auch. Das Gleiche gilt genauso für das Bahnhofsviertel. Das Gleiche gilt beispielsweise für Lehn, wo wir auch schon das Aufbegehren der Menschen haben. Und ich sage Ihnen gleich, um in die Zukunft zu schauen, so etwas, wie es euch wieder angedacht wird, so ein Hochhaus am Bahnhof, da kann ich Ihnen gleich schon den Widerstand der Freiheitlichen ankündigen. Ein Little Manhattan werden wir nicht brauchen und die anderen Stadtteile, so, das kennen Sie in jeder Vorstadt abzutun. Damit, dazu bin ich nicht, dafür bin ich nicht zu haben, sage ich, unser Schutz, uns liegt die ganze Stadt am Herzen und nicht nur die Altstadt, nur um das da hier auch einmal klarzulegen. Aber eines und da bin ich bei Ihnen, Herr Bürgermeister, bei diesem Punkt. Eines macht mir auch als Jurist und gerade aus meinem Beruf als Rechtsanwalt und Strafverteidiger Sorge. Wenn von einer Seite offen und von der anderen Seite subtil verdeckt in Gemeinderäten, die hier sitzen, und da sitzen 40, verdeckt mit dem Staatsanwalt getroffen. Wissen Sie, Herr Bürgermeister, die Abgeordneten zum Nationalrat, zum Bundesrat und in den Landtagen genießen eine Immunität. Da steht drinnen, dass die für ihr Abstimmungsverhalten nie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Wenn eine Gemeinde haben das nicht, ich halte es auch für gut so. Aber wenn wir jetzt uns da erinnern, wechselseitig, Ursprecherpartei, wechselseitig ausrichten, dass wenn du so und so abstimmst, dann werden wir da mit dem Staatsanwalt kommen, dann wünsche ich uns eine gute Zusammenarbeit und ich wünsche uns allen gemeinsam viel Erfolg. Das ist eine Drohung, die Demokratie, die Zusammenarbeit an dem Abgrund führt. Deswegen habe ich ja gesagt, ich verlange die namentliche Abstimmung dazu, damit man sich zumindest in die eine oder andere Richtung exkulpieren kann, weil da gibt es Judikatur dazu natürlich schon bereits zu dieser strafrechtlichen Problematik. Aber ich appelliere an alle da herinnen, von dem, dass wir uns gegenseitig mit dem Strafrecht provozieren, bedrohen, davon lasst man bitte die Finger, weil da ist jede Zusammenarbeit vergiftet. Und auch deswegen ist es gut, sage ich, heute das abzusetzen, die Luft rauszumachen. Die einzigen, die sich vielleicht freien darüber sind, Rechtsanwalt ist offenständiger Strafrichter. Aber lassen wir die Finger davon. Was das Thema angeht, denken wir nach, reden wir mit dem Bürger, tun wir endlich das, was wir schon längst hätten tun, vielleicht alles sollen. Ich kann sagen, die Freiheitlichen stehen zu unserer Altstadt, wir stehen zu unserer ganzen Stadt und unseren Bürgern. Und deshalb auf dem Weg, gemeinsam
mit den Bürgern für eine subtile, altstadtgerechte, menschliche Verbauung des Realplatzes. Herr Kollege Schöppel, ich bin ganz bei Ihnen, was Ihre letzten Sätze betrifft. Ich halte das auch für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Unverhohlen mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauches mit der Staatsanwaltschaft zu drohen. Wir haben anders als im Parlament, das ist die Legislative, hier die Funktion der Exekutive. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen und ich habe in den vergangenen Jahren oft und oft die Erfahrung gemacht, Gegenstand meist anonymer Anzeigen zu sein, die dann entsprechend lange Verfahren nach sich gezogen haben. Wir sind oft und oft in der Situation, wo wir als Exekutive nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und möglicherweise trotzdem in die Situation geraten, dass jemand sagt, das war eine Entscheidung präterlegem oder kontralegem. Das ist, nochmal, ich bin ganz bei Ihnen, eine Entwicklung, die wirklich zur Sorge Anlass gibt. Und zum zweiten Punkt, den Sie genannt haben, mit der Sachverständigenkommission und dem Gestaltungsbeirat, dass die oft schon im Verfahren eingebunden sind. Es gab in den vergangenen Jahren sehr viele Diskussionen darüber, ob man die beiden Gremien nicht zusammenlegen sollte. Würde wahrscheinlich auch Sinn ergeben, weil es eine Spaltung eigentlich der Stadt darstellt. Und Diskussionen darüber, ob es hier Befangenheiten in der Form geben könnte, dass jemand, wenn er zum Beispiel in der Sachverständigenkommission Mitglied ist, zugleich planender Architekt ist. Ich glaube, diese Debatte sollte man in der Tat führen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man diese Form jetzt über Bord werfen sollte, dass man die schon frühzeitig einbindet und deren Meinung schon frühzeitig einholt, weil das, egal welcher Bauwerber das ist, das kann ja die Sanierung eines Handlaufs in einem denkmalgeschützten Haus auch sein. Dass man frühzeitig die Möglichkeit bekommt, und das macht die Sachverständigenkommission dankenswerterweise mit diesem Beratungsmittwoch, glaube ich, wo ein Bauherr kommen kann und einfach mal fragen kann, wieso ist denn angehen. Ich glaube, das ist ein Usus, den man nicht über Bord werfen sollte. Aber ansonsten kann man, glaube ich, wirklich darüber nachdenken, ob man diese Gremien nicht einer grundlegenden Reform unterzieht. Allerdings würde ich bitten, das nicht anlassbezogen zu machen, sondern vielleicht können wir in der nächsten Funktionsperiode mal ernsthaft darüber reden, auch mit dem Mann. Kollegin Tatzl ist am Wort. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Gemeinderat, meine Damen und Herren, zum letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, da bin ich ganz anderer Meinung, aber zu dem komme ich später. Der Dr. Hüttinger hat heute seine Rede damit begonnen, indem er mit Belehrungen angefangen hat, dass das Thema verfehlt ist. In der Wortmeldung von Dr. Hüttinger war Themenverfehlung Glockengasse, Kapuzinerbergtunnel, Wirtschaftskammer, Baulobby, Mielehaus, dann war es weiter die Uni, berufliche, private und sonstige Verfehlungen bis zum Korruptionsstaatsanwalt. Der Herr Dr. Hüttinger hat auch eine Belehrung gemacht, nämlich was das aktuelle Thema betrifft. Und da möchte ich ihm jetzt seine eigenen Worte wiedergeben. Er hat gesagt, zu einem anderen Juristen in diesem Haus, von Ihnen als Jurist hätte ich mir einen höheren Wissensstand erwartet, was Gesetze und ich jetzt persönlich, was die Geschäftsordnung betrifft. Herr Dr. Hüttinger, das aktuelle Thema, wortwörtlich, das aktuelle Thema dient der Aussprache für Themen von allgemeinem aktuellen Interesse aus dem Bereich der Vollziehung des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. Es können in diesem Zusammenhang weder Anträge gestellt noch Beschlüsse gefasst werden. Dies gilt nicht für eine Beschlussfassung für jenen Tagesordnungspunkt, der an anderer Stelle der Tagesordnung aufscheint und durch Umreihung an erste Stelle als aktuelles Thema herangezogen worden ist. Herr Dr. Hüttinger, ich habe mir als Jurist von Ihnen schon erwartet, dass Sie die Geschäftsordnung kennen. Übrigens danke, ich habe mir das kleine Büchlein von Ihnen ausgeliehen, ich habe es selbst nicht mit, aber ich habe die Geschäftsordnung gelesen. Es geht dann weiter, dass der Herr Dr. Hüttinger, und ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren,
noch nie so einen unsicheren Eindruck am Rednerpult gemacht hat, noch nie über so unsichere Argumente verfügt hat, noch nie so wenig Substanz in seiner Rede war. Für mich der Schluss, er selbst fühlt sich mit diesem Projekt auch nicht wohl. So wie viele andere darinnen auch, die es aber durchtragen mussten und die, weil eben die Beschlussfassung ist, wie sie ist, einfach beim Zug mitgefahren sind. Selbst am Montag im Stadtsenat, wo ich nicht stimmberechtigt bin und deshalb gebeten habe, meinen Antrag zu übernehmen, wo ich den Bürgermeister gebeten habe, die Beschlussfassung auszusetzen, bis ein Bericht von ICOMOS da ist, ob dieses Projekt genehmigt werden kann oder nicht, auch da wurde es ignoriert. Erst wenn die Medien aufspringen und erst wenn der Bürgermeister darauf hingewiesen wird, dass die Vorgangsweise, die er gewählt hat, eine falsche Vorgangsweise ist, dann wird die Notbremse gezogen, dann wird der Tagesordnungspunkt abgesetzt. Aber es geht gar nicht darum, ob darüber geredet wird, ob der Punkt heute oder das nächste Mal beschlossen wird. Die Grundlagen zur Beschlussfassung liegen nicht vor. Und ich habe auch schon erwähnt, ich habe noch nie in meinen 20 Jahren Gemeinderatstätigkeit einen Amtsbericht gelesen, in dem sich ein Projekt so harmonisch einfügt wie dieses Casco-Projekt am Rehrplatz. Einfach toll. Über die Bürgerbeschwerden ist hinweggegangen worden. Es wurde ein bisschen abgeschmeckt, nachdem der Bürgermeister endlich draufgekommen ist, dass er sich auch zu Wort rühren sollte. Aber der Jetlag-geplagte Bürgermeister, der ja lieber in Japan, in China, in Malta oder sonst wo ist, ihr dürft euch gern zu Wort melden, gern, hat das Gespür für die Bevölkerung, für seine Stadt schon lange verloren. Wer dort ist, wo man international über verschiedene Angelegenheiten spricht, braucht sich nicht um die Kleinigkeiten und die Anliegen der Bürger zu kümmern. Es ist nicht notwendig, das zu tun, was man predigt, glaubt er. In Besprechungen zur direkten Demokratie hat der Bürgermeister in einer der ersten Sitzungen, die ich nur aus dem Protokoll kenne, mitgeteilt, man muss dieses Salzburger Modell ausarbeiten, verfeinern, umsetzen, in einer Sondersitzung des Gemeinderates beschließen, damit direkte Demokratie in Salzburg möglich ist, weil doch damit entgegengewirkt werden soll, dass die Bevölkerung zur Politik verdrossen ist. Herr Bürgermeister, das, was hier und heute geschieht, die letzten Monate geschehen ist, macht die Bürger nicht nur Politik verdrossen, es stößt sie ab von dieser Politik, die in der Stadt Salzburg gemacht wird. Sie versprechen eine direkte Mitbestimmung oder Beratung der Bürger für Angelegenheiten, die sie direkt betreffen. Alleine die 6 Monate haben sie gezeigt, was sie wirklich von der Meinung engagierter Bürger halten. Gar nichts, Herr Bürgermeister, gar nichts. Ihr Zitat in der Salzburger Nachrichten, als besorgte Eltern, Lehrer, Schüler, Vereine aus Liefering mit der Bitte an Sie gekommen sind, Sie mögen diesen Schulbau doch nicht so verwirklichen und die Halle dort nicht hinstellen, war Ihr Zitat, Herr Bürgermeister, diese 1000 Unterschriften stören mich gar nicht. Der nächste Versuch von Dr. Schöppel, doch die Innenstadtsperre durch eine Bürgerbefragung und durch Bürgerbeteiligung abtesten zu lassen, da hieß es, geht nicht. Bei diesen Angelegenheiten dürfen die Bürger nicht mitreden. Jetzt haben wir mehr als 20.000 Unterschriften für ein Bauvorhaben, das so nicht gebaut werden soll, unter Dr. Hüttinger im Stadtsenat. Es ist egal, ob 15 oder 20.000 Unterschriften. Es kommt nicht darauf an, wie viele unterschreiben. Es kommt nur darauf an, meine Damen und Herren auf der Galerie, ob Sie das Bürgerbegehren einleiten, das SPÖ und Bürgerliste gerne hätten. Wenn Sie anderer Meinung sind, dann dürfen Sie. Magst du mal rauskommen? Wenn Sie anderer Meinung sind, dann dürfen Sie kein Begehren einleiten. Und es gab einen Experten aus der Schweiz, der in der Uni einen tollen Vortrag gehalten hat, eine Podiumsdiskussion, wo unter anderem auch der Bürgermeister anwesend war, und der gesagt hat, je mehr man die Bürger mitbestimmen lässt, desto besser gehen die Politiker mit der Stadt, mit dem Areal, aber auch mit den Finanzen um. Warum dürfen denn die Bürger nur dann abstimmen, wenn es den Mächtigen zurechtkommt? Warum dürfen die Bürger nicht alle Angelegenheiten, die ihr tägliches Leben betreffen, mitsprechen? Das würde Machtverlust bedeuten
und Machtverlust steht unseren Herren ganz schlecht an. Meine Damen und Herren, ich bin nicht der Meinung von Bürgermeister Heinz Schaden, dass sowohl der Gestaltungsbeirat wie auch die SVK eventuell in der nächsten Funktionsperiode geändert oder darüber diskutiert werden sollen. Ich bin schon lange gegen die Herrschaft des Gestaltungsbeirates in dieser Stadt und wir haben auch bei der Bestellung der SVK-Mitglieder das letzte Mal nicht mitgestimmt. Es gab gute Gründe dafür. Man hat sich nämlich nicht mehr daran gehalten, dass verschiedene Berufsgruppen in der SVK vertreten sind, um eben ein Projekt wie das jetzige Casco-Projekt von mehreren Seiten zu beleuchten. Nein, die Historiker wurden nicht mehr nachbesetzt, jetzt sind nur mehr Architekten in diesen Kommissionen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es richtig ist, Mitglieder des Gestaltungsbeirates und der Sachverständigenkommission in die Jury aufzunehmen. Wie kann denn jemand unabhängig ein Gutachten machen, wenn er vorher in der Jury dieses Projekt prämiert hat und dabei auch noch gut verdient hat? Das kann nicht sein, das ist ein Widerspruch in sich. Und wenn ich in diesem Amtsbericht über das vorliegende Projekt am Realplatz lese, der Bebauungsplanentwurf wurde daher dem überarbeiteten Projekt angepasst, dann weiß ich schon, dass auch das üblich war in den letzten Jahren, aber auch diese Angelegenheit gehört überdacht. Es ist nicht so, dass ein Bauplatz sich dem Projekt anpassen muss. Vorher müssen Rahmenbedingungen vorgegeben werden und danach muss das Projekt sich dem jeweiligen Bauplatz anpassen. Ich bin sehr froh, dass der Herr Bürgermeister jetzt zur Einsicht gekommen ist und den Punkt von der Tagesordnung abgesetzt hat. Ein Aufatmen für diesen Platz und für das Bauprojekt gibt es allerdings noch nicht. Ich glaube, wenn Mut bewiesen würde jetzt in diesem Gemeinderat, müsste das bedeuten, zurück zum Staat, eine ordentliche Festlegung der Bedingungen, die wir dort zur Bebauung freigeben, danach die Planung eines Projektes und nicht umgekehrt. Lautstärke zu mäßig, ja? Ihr könnt schon Emotionen zeigen. Aber Kollege Oettinger begehrt eine Tatsachenrichtigstellung. Ich möchte nur zwei Tatsachen richtigstellen. Das eine, was meine Wortmeldung im Stadtsenat betroffen hat. Viele von Ihnen waren ja im Stadtsenat dabei, manche Gemeinderatsmitglieder waren nicht dabei. Ich habe gesagt, ganz gleich, ob das 20.000, 5.000 oder 3.000 Unterschriften von Salzburgerinnen oder Salzburgern sind, sie sind ernst zu nehmen. Mir geht es nicht um eine kleinliche Zählung, wie viele Salzburgerinnen und Salzburger da jetzt dabei sind, sondern sie sind ernst zu nehmen. Und das Zweite, was ich in dem Zusammenhang gesagt habe, nach dem derzeit geltenden Stadtrecht, und das ist unsere Verfassung, über die wir nicht hinweg können, sind Verordnungen von einer Bürgerabstimmung ausgeschlossen. Wir dürfen sie nicht einer Bürgerabstimmung unterziehen. Das war meine vollständige Wortmeldung und nicht das, was du jetzt vom Rednerpult aus vermittelt hast. Und eine zweite Tatsache, Richtigstellung, weil es wiederholt behauptet worden ist, die Stadt hätte keine Rahmenbedingungen vorgegeben. Da lese ich nur aus dem Amtsbericht Seite 3 vor, die Planungsgrundlagen aus dem jurierten Projekt, Planungsgrundlagenauszug, Wettbewerbsauslobung, städtebauliche Rahmenbedingungen, war die zweite Planungsgrundlage, in Klammer Stadt Salzburg, Magistratsabteilung 5, und drittens städtebauliches Gutachten, Stand 19.09.2011, und viertens Festlegung für das Wettbewerbsverfahren Land Salzburg, SVK für die Altstadterhaltung. Und dann gibt es noch ein paar andere Planungsgrundlagen. Also, die städtebaulichen Rahmenbedingungen der Abteilung 5, der Planungsabteilung, waren sehr wohl, Herr Kollege Fuchs, noch einmal, es wurde mehrfach auch von Ihnen, jetzt von der Kollegin Tatzel, darum ist es eine Tatsachenstellung, behauptet, es hätte keine Rahmenbedingungen, keine städtebaulichen Vorgaben gegeben. Und aus dem Amtsbericht sehen Sie, sie sind vorgegeben worden. So, ich habe jetzt zwei Begehren auf Tatsachenrichtigstellung, Kollegin Wörndl und dann Kollegin Tatzel. Tatsachenrichtigstellung Tatzel.
aber auch keine direkte demokratische Mitbestimmung der Bürger. Wenn der Staat nicht geändert wird, können wir auch das ändern. Und wer bietet denn die Stadt, die Bürger zu befragen, bevor man eine Verordnung erlässt? Bis jetzt dran. Ja. Wortmeldung, Kollegin Haller, bitteschön. Ich habe dann noch zwei Wortmeldungen. Wünscht noch jemand das Wort? Nein, nein, das geht nicht. Tut mir leid, das lässt die Geschäftsordnung nicht so. Ja. Nachdem, so bitte, Kollegin Haller ist am Wort. Nachdem jetzt eh schon sehr viel diskutiert wurde, ist es eigentlich, ja, bleibt mir eigentlich jetzt noch ein Thema, und ich muss nochmal zurückkommen auf den Clubobmann Fuchs, und mir geht es da jetzt wieder um eine Stilfrage, die ich auch erlebe, seit der Herr Dr. Fuchs im Gemeinderat ist das Klima rauer geworden, das kann gut sein oder auch nicht. Ich merke nur, dass er tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit diesem Verfahren teilweise auch meiner Meinung nach die Grenzen überschritten hat. Und wir fangen mit dem an, wie der Schelm denkt, so ist er. Er hat heute gesagt, im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben Rehrlplatz hat sich die Stadtplanung so sinngemäß verabschiedet von einer transparenten Stadtplanung. Und ich glaube, das ist nicht wirklich ein Vorhalt, der zulässig ist. Er hat auch von Trickserei gesprochen und er hat davon gesprochen, dass wir uns am Rande der Planungswillkür hier bewegen. Und jetzt nur mal, Herr Kollege Fuchs, wie der Schelm denkt, so ist er. Und ich habe Ihnen das letzte Mal im Planungsausschuss schon dargelegt und Ihnen dargestellt, dass ich persönlich mit Ihrer Rolle im Zusammenhang der Entwicklung des Kapuzinerberg-Tunnelprojektes nicht ganz einverstanden bin. Nämlich da haben Sie eine ganz klare Rolle gespielt, einerseits hier im Gemeinderat und andererseits in der Wirtschaftskammer als einer der Projektleiter dieses Projektes. Wenn Sie persönlich hier keine Irritationen für sich sehen, ich sehe sie schon. Und wenn man schon so eine Sauberkeit einfordert, sollten Sie das auch bei sich selber tun. Das ist etwas, was man wirklich schon die längste Zeit wirklich aufstößt. Und eines auch noch, Herr Clubobmann Fuchs, wenn Sie halt eine Aktuelle Stunde ansetzen mit Wer gefährdet das Weltkulturerbe, wissen Sie ganz genau, gerade die ÖVP, und es ist eh schon 100-mal gesagt worden, die ÖVP und gerade in Ihrer Person, Herr Fuchs, ist es diejenige, die Partei, die dieses Kapuzinerberg-Tunnel-Projekt forciert und eigentlich in der Vergangenheit massivst unterstützt hat. Und das ist der wahre Beweggrund, warum Sie eigentlich jetzt so massiv gegen dieses Projekt auftreten. Und das ist nämlich die tatsächliche Motivation. Und eins ist auch klar, wir wissen, wir warten jetzt die Stellungnahme von ICOMOS ab, die Stellungnahme von UNESCO, aber eines ist auch klar, ICOMOS Österreich hat sich ganz eindeutig jetzt schon ausgesprochen, dahingehend, dass der Kapuzinerberg-Tunnel dort die Realisierung dieses Projektes jedenfalls das Weltkulturerbe entsprechend gefährdet und nicht mit dem Weltkulturerbe in Einklang zu bringen ist. Also das heißt, ein Projekt, Herr Clubobmann Fuchs, das Sie seit geraumer Zeit ganz massiv verfolgen, nämlich die Realisierung dieses Tunnels, ist ganz klar ein Verstoß des Weltkulturerbes. Also ganz verstehe ich nicht, was Sie dann eigentlich wollen. Wollen Sie den Schutz des Weltkulturerbes oder wollen Sie den Tunnel? Weil das ist der wahre Beweggrund, warum Sie sich so gegen dieses Projekt aussprechen. Danke, Kollege Breuner. Und dann letzte Wortmeldung, Kollegin Eigner. Ja, Herr Bürgermeister, hohe Gemeinderat, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Aber ich möchte jetzt gar nicht auf alles im Detail eingehen, nur Frau Magister Haller, das, was Sie jetzt zum... Gut. Kollege Schöppel, ich habe ausdrücklich gefragt, gibt es noch Wünsche nach weiteren Wortmeldungen? Ich habe nur zwei und es hat sich niemand gemeldet. Wenn es jetzt unbedingt Sie darauf bestehen und die FPÖ darauf besteht, dass sich der Herr Plagi noch zu Wort meldet, dann soll er das tun. Und jetzt frage ich nochmal, gibt es danach noch eine Wortmeldung? Und wer noch reden will, soll jetzt bitte aufzeigen. Aus. Oh je. Habt ihr das bald einmal ausgebracht? Gut, dann gibt es noch drei Wortmeldungen nach dem Kollegen. Dann ist die Rednerliste geschlossen. Gut, darf ich fortfahren? Ja, Herr Bürgermeister, Hohe Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt schon vieles an Diskussionsbeiträgen gekommen. Ich möchte nur zwei, drei wenige herausgreifen, bevor ich eigentlich auf das Wesentliche zurückkomme. Frau Magister Haller, das ehrt den Herrn Dr. Fuchs sehr, dass Sie ihn immer so hinstellen, dass er so das Feindbild schlechthin sei. Nehmen Sie es bitte mal zur Kenntnis, er ist sehr belesen, er kennt sich sehr gut aus. Ich glaube, das hat jeder der Herren schon mitbekommen. Und wenn es so wäre, Herr Gemeinderat Karl, dass der Dr. Fuchs das personifizierte Tunnelmonster wäre, dann wären die Reaktionen bei seiner Wortmeldung von den anderen, von den Initiativen vor Ort sicherlich andere. Also es ist ganz nett, immer auf den Dr. Fuchs hinzuhaben. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ich bin sehr froh darüber, dass der Herr Bürgermeister jetzt doch endlich diesen Beschluss heute von der Tagesordnung genommen hat. Wir hätten das ja schon am Montag probiert, mit dem einen Nachgeschmack. Der, glaube ich, kann sich langfristig noch fatal auswirken, dass wir einen Beschluss des Stadtsenates jetzt haben für den Bebauungsplan. Zwar noch keinen Beschluss des Gemeinderates, aber einen Beschluss des Stadtsenates. Und Herr Bürgermeister, lieber Heinz, ich habe keine Kontakte mit dem Landeslegisten gehabt. Nur wenn das so gesagt worden ist, wie es du auch formuliert hast, dass ich diesen Beschluss des Staatssenates und des Gemeinderates aussetzen werde und nicht veröffentlicht werde, dann ist das nichts anderes als wie der Verdacht, dass man in die Gefahr läuft, einen Amtsmissbrauch zu begehen. Das ist einmal Faktum. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man jetzt hier uns gegenseitig die Schuld zuweist und mit Staatsanwälten droht. Wir kamen am Montag mit dem Staatssenat mehrmals so unterschwellig betont, dass das Ganze, wir seien jetzt hier Behörde im Zusammenhang mit dem SVK-Gutachten. Das ist kein politischer Beschluss. Das stimmt einfach nicht. Wir sind da eine Behörde, wir sind im Staatssenat gewesen, um da im Gemeinderat einen politischen Beschluss zu fassen. Weil da braucht man das Ganze eh nicht mehr, wenn der SVK irgendwas von sich gibt, ein Gutachten gibt, dann müssen wir alle nach dem Gutachten tanzen. Irgendwo gibt es schon eine politische Verantwortung auch. Und eines muss ich schon noch sagen, wenn man jetzt mit dem Aussetzen des Beschlusses mehr abwarten möchte, was denn die Stellungnahme von ICOMOS tatsächlich ist, dann würde ich dringend auch die Sachverständigenkommission darum ersuchen, dass sie jetzt, nachdem es offensichtlich komplett neue Rahmenbedingungen gibt, weil diese Allee und diese Vorplatzgestaltung aufgrund der Situation des unvergangenen Hauses nicht möglich ist, ja, ich meine, das ist mitbar, da kannst du den Kopf schütteln. Aber sei mir nicht böse, wenn die SVK ein Gutachten macht und etwas dort hineinschreibt, das nicht realisierbar ist, ich bin kein Jurist, dann ist für mich das Gutachten zu überarbeiten und zu überdenken. Da muss eine neue Stellungnahme geben, ich kann das so auf den Gutachten nicht machen. Aber was ich eigentlich zum wichtigsten Teil kommen wollte, ist für mich etwas sehr Bedenkliches mittlerweile geworden. Das zieht sich das ganze Jahr schon hindurch.
Und da muss ich schon an Rot und Grün appellieren. Merkt ihr eigentlich, wo die Reise mittlerweile schon hingeht? Hier geht es nicht mehr nur darum, dass ein paar wenige Anteile aus verständlichen Gründen mit einem Bauvorhaben nicht mehr einverstanden sind. Hier entwickelt sich etwas bei den Menschen in dieser Stadt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt, einige Beispiele sind ja heute schon gefallen, aber das Gefühl verstärkt sich, dass hier von der Politik aus immer nur drüber gefahren wird. Ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, hier macht sich ein Gefühl in der Bevölkerung breit, das uns alle nachdenklich stimmen muss, weil die Stadtpolitik wird dann immer in einen Topf hineingeschmissen. Und ich möchte das nicht. Und ich kann daher nur appellieren an Rot und Grün, da oder dort einmal runtergehen vom Gas und wirklich den Dialog führen. Die Leute wollen eines, sie wollen Dialog, Dialog und Dialog. Sie wollen eine Nachvollziehbarkeit und sie wollen Transparenz. Und das geht es ihnen. Nachvollziehbarkeit, warum sind die Beschlüsse so gefasst worden und rechtzeitig eingebunden zu sein. Das heißt in anderen Worten, die Menschen in dieser Stadt wollen einen anderen politischen Stil. Wir und ich wollen einen anderen politischen Stil. Und deswegen kann ich nur appellieren an Rot-Grün, ändert das Ganze, sonst wird es 2014, Gott sei Dank, hoffentlich doch endlich einen anderen politischen Stil in diesem Haus geben. Danke. So, Kollegin Eigner. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Damen und Herren, eingangs nur kurz ein paar Bemerkungen zur Doris Tatzel und Frau Tatzel. Hallo, ich bin schon am Rednerpult. Es ist wirklich traurig anzuhören, dass Sie offensichtlich, wenn es um den Bürgermeister geht, die persönliche Beleidigung mittlerweile zum politischen Programm erhoben haben. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und was zu Liefering zu sagen ist, Sie wissen sehr genau, dass der Bürgermeister selbst immer klargestellt hat, es ist eine Frage von Alternativstandorten. Er selbst hat einen Alternativstandort dann auch gefunden und er hat das auch verkündet. Also ganz nicht so, als ob der Bürgermeister sich um diese Einwände nicht gekümmert hätte. Zum Herrn Klubobmann Schöppel möchte ich sagen, es ist nicht richtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in dieses Projekt nicht eingebunden gewesen wären. Auch der Klubobmann Hüttinger hat es schon ausgeführt. Es hat mehrere Bürgerinnenversammlungen zu diesem Thema gegeben. Was die Sachverständigenkommission betrifft und die Frage, ob es klug ist, dass Vertreter in die Jury eingebunden sind, vorzeitig oder nicht, bin ich der Meinung, dass es schon im Sinne der Projekte eine gute Lösung ist, dass man rechtzeitig weiß, ob ein Projekt den Altstadtschutzkriterien entsprechen kann oder nicht. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Herr Klubobmann, Dr. Fuchs, ich weiß schon, weder ich noch der Gemeinderat noch irgendjemand sonst kann Sie dazu zwingen, dass Sie die Wahrheit sagen. Aber wir können Sie dazu zwingen, und das ist heute gelungen, dass Sie immer unverschämter lügen. Und jetzt werde ich Ihnen nämlich sagen, was Ihre Unverschämtheiten sind. Unverschämtheit Nummer 1. Unverschämtheit Nummer 1. Der Klubobmann als Garant des Altstadtschutzes und der Anrainerinteressen. Was wollen Sie denn wirklich, Herr Dr. Fuchs? Sie sagen es ja selber. Den Kapuzinerbergtunnel. Es ist nur ein Wort. Das heißt, vierspurige Einfahrt, vierspurigen Mega-Ausbau der Kreisverkehre an den Brückenköpfen der Nonntaler Brücke, eine Verbreiterung der Nonntaler Brücke. Weltkulturerbe? Kein Thema. Und wie sieht es denn mit Ihrer Schutzfunktion den Anrainern in dieser Frage gegenüber aus? Glauben Sie wirklich, die wollen gerne an der Einfahrtschneise der Autobahn leben? Dem Ziel Kapuzinerbergtunnel wird alles untergeordnet. Der Herr Klubobmann verdreht die Tatsachen. Er tarnt sich als besonders bemüht und fleißiger Mann der Tat, der alle Planungsdetails ganz genau studieren würde und je tiefer er graben würde, desto mehr Ungereimtheiten findet er. Und nach jeder seiner Stellungnahmen im Senat ist es dann erforderlich, dass der Planungsabteilungsleiter aufsteht und mehrminütige Tatsachenrichtigfeststellungen zu Protokoll geben muss, die dann nämlich unwidersprochen bleiben. Herr Klubobmann, verstehen Sie die Unterlagen wirklich nicht oder verdrehen Sie sie absichtlich? Lösen Sie sich von Ihrem Tunnelblick und kommen Sie wieder mal an die Frischluft. Unverschämtheit Nummer 2. Der Klubobmann als der Hüter der direkten Demokratie. Sie verlangen Spielregeln für die direkte Demokratie. Ja, da bin ich bei Ihnen. Und Sie sind dann der Erste, der Sie verdreht, indem Sie Unwahrheiten verbreiten und indem Sie kriminalisieren. Und damit bin ich bei der Unverschämtheit Nummer 3, dem neuen politischen Stil, den offensichtlich der Herr Vizebürgermeister so herbeisehnt. Da kann ich nur sagen, danke. Taktik, Ihre Taktik ist Kriminalisierung von Beamten,
von Verfahren, von der Sachverständigenkommission und von all jenen politischen Kräften, die nicht für den Kapuzinerbergtunnel sind. Allen voran der Stadtrat Pardusch. Seit Monaten darf sich der Stadtrat Pardusch anhören, mehr oder weniger offen geäußert, er hätte ein ureigenes Interesse an dem Projekt. Da geht es vielleicht um Geld oder um sonstige persönliche Vorteile für ihn. Von geheimen Abmachungen ist die Rede. Und es wird ganz breit gestreut, medial in Interviews, in Presseaussendungen, in Leserbriefen, via E-Mails und natürlich auch via Facebook. Den Beamten, die in den Verfahrensverlauf involviert sind, wird Rechtsbeugung und systematischer Rechtsbruch vorgeworfen. Abgesehen natürlich von der völligen Inkompetenz, die in diesem Zusammenhang ja noch wirklich das Harmloseste war, was sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung da anhören haben mussten. Der Sachverständigung und deren Einbindung in die Jury zum Projekt, die ich eingangs ja schon erläutert habe, warum die gut ist, da werden seltsame Motive ins Spiel gebracht. Käuflichkeit steht auf einmal im Raum. Von Planungswillkür der Beamtenschaft und des Stadtrates ist die Rede. Und letzterem wird dann auch noch gleich Menschenverachtung vorgeworfen. Dass Bauprojekte in der Stadt umstritten sind, das kommt immer wieder vor, das wissen wir. Dass Anrainer anderer Meinung sind als die Behörde, das kommt auch immer wieder vor. Aber bei diesem Projekt ist eine ganz andere Tonlage ins Spiel gekommen. Hier wird kriminalisiert. Wer nicht gegen das Projekt und daher für den Kapuzinerbergtunnel ist, das ist ein Dilettant, ein Rechtsverdreher, ein Rechtsbrecher und schrammt am Amtsmissbrauch vorbei. Die Kriminalisierung von politisch abweichenden Meinungen, das kennen wir aus einschlägigen Regimen. Weit haben es manche in diesem Hause gebracht. Herr Kollege Fuchs, wir haben noch eine andere Frage. Ich werde eine Tatsachenrichtigstellung machen, weil Sie haben Sie nicht gemeldet, ich lüge nicht, ich kriminalisiere nicht. Ich werde mir diese bodenlose Frechheit in dieser Form nämlich nicht, ich werde mir diese bodenlose Frechheit nicht gefallen lassen, Frau Aigner. Sie jetzt mich hinzustellen, dass ich kriminalisiere in einem System, damit die demokratischen Spielregeln sozusagen außer Kraft gesetzt werden. Sie überspannen den Boden bei Weitem. Sie als Historikerin müssten wissen, was Sie da jetzt gesagt haben. Und ich sage nur eines, Sie haben sich da mit dieser Aussage selbst disqualifiziert. Ich stelle fest, dass sich der Kollege Fuchs nicht ordnungsgemäß zu Wort gemeldet hat, aber das ist offensichtlich das Problem. Bitte Kollege Plage und dann noch Galle und dann sind wir durch. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, über den Stil in unserem Gemeinderat haben jetzt auch die Bürger der Stadt das wir kennengelernt, Rot wirft Schwarz, Schwarz wirft Rot, Bürgerliste wirft dort. Eines ist schon klar, es ist verschieden bei den Projekten, welche gerade anstehen, wer wen anschüttet und welche Kommentare und untergriffig oder nicht. Darf ich da was vorlesen? Trifft halt jetzt gerade als erstes einmal die Bürgerliste. Da steht Skandal, unglaublich präpotent, asozial, undemokratisch. Dr. Hüttingers Stellungnahme ist an Präpotenz nicht zu überbieten. Bin entsetzt, wie wenig man den Bürgerwillen jetzt beachtet. Das ist nicht von mir. Das ist von der Frau Dr. Elisabeth Moser, ehemalige Bürgerlistlerin. Ich denke also, wer mit wem umgeht und wer wem hier vorwirft, so zimperlich, das ist die Frau Eigner, ist ja auch nicht immer mit Samthand schon unterwegs. Und wenn ich dann in Herrn Dr. Hüttinger, wie ein Architekt Schiras, beschimpft und sagt, das stimmt nicht. Er war, glaube ich, ja, das war jetzt versprochen, ist ein guter Wein, ich weiß, der ja selbst 17 Jahre in der äußerst sachverständigen Kommission drin gesessen ist, der hat gesagt, er ist bestürzt über diese Stadtplanung und völlig unverständlich, wie die Kommission diesem Bau zustimmen kann. Der Dr. Haslinger, Ex-Unirektor, Appell an den Herrn Bürgermeister Schaden, Sie haben das Schicksal der Stadt in der Hand. Es half nichts, die rot-grüne Betonkoalition stimmt im Stadtsenat zu. Heute haben Sie es heruntergenommen. Und es gibt dann schon noch die Aussage, wir warten jetzt auf die Stellungnahme von Ökomos
UNESCO. Ja, das hätten wir vorher auch schon tun können. Dann hätten wir all diese Probleme und diese Sachen heute nicht vor uns. Und die Gefahr, dass es uns wie Dresden geht, ist doch ziemlich groß. Nur wird es uns dann, wenn es soweit ist, nichts mehr helfen. Und 22.000 Unterschriften werden von Rot-Grün ignoriert. Wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Kollege Nagy, Sie waren, glaube ich, im Staatssenat nicht dabei. Ich habe dort berichtet, dass ich bereits im Anfang Juli ICOMOS einen Brief geschrieben habe, wo ich gebeten habe, man möge uns mitteilen, ob dieses Projekt aus Sicht von ICOMOS und UNESCO eine Gefährdung des Weltkulturerbes darstellt. Und ich habe, ich sage mal, die Antwort bekommen, da gibt es das Prinzip der Selbstevaluierung. Und wenn man sich nicht einigen kann, erst dann würde Paris sozusagen eine Kommission in Bewegung setzen. Ich habe aufgrund der Debatte am Montag im Staatssenat sofort wieder geschrieben, das war gestern. Es wird dieser Brief auch heute noch übersetzt auf Französisch, damit es keine sprachlichen Barrieren gibt, und wird auch der UNESCO-Zentrale in Paris zugeleitet. Und ich habe gebeten, dass man uns binnen Monatsfrist sagen soll, stellt das jetzt eine Gefährdung dar, ja oder nein. Ich hoffe, ihr kriegt die Antwort. Ich glaube, auch wenn wir uns heute sehr, sehr heftig duellieren, es will keiner hier ernsthaft den Status des Weltkulturerbes gefährden. Ich glaube, man sollte auch so manche Kirche im Dorf lassen, was jetzt das Herbeireden dieser Gefahr betrifft. Aber es will in diesem Gemeinderat mit Sicherheit von 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten kein einziger diesen Status in Frage stellen. Und ich hoffe, wir bekommen jetzt eine verbindliche Antwort. Ich habe mich wirklich darum bemüht und ich habe mich auch schon vor 3 Monaten darum bemüht. So, Kollege Galle ist jetzt definitiv der letzte Redner. Die Aktuelle Stunde beendet. Wir kommen zur regulären Tagesordnung. Änderung in der Besetzung von Ausschüssen. Homolo, Lauda, Faun. So beschlossen. Änderung in der Besetzung der Personalkommission. Noch einmal Homolo. So beschlossen. Salzburg Immobilientätigkeitsbericht. Fuchs gegen F. Ich stelle fest, dass der Berichterstatter nicht da ist. Volkshochschule Salzburg, Boldertown, Wörndl, so beschlossen. Literaturarchiv Salzburg, Zuckerstädter, gegen F und Tatzl, BZÖ. Dann Städtepartnerschaft Singida, Korl, gegen F. Radiofabrik, ja, gegen F habe ich protokolliert. Radiofabrik, mittelfristige Fördervereinbarung, Eigner, gegen F, was war der Zusatzantrag? So, nachdem das doch eine wesentliche Veränderung des Hauptantrages darstellt, lasse ich über den Zusatzantrag abstimmen. Obacht, wenn man dem Zusatzantrag zustimmt. Ja, das muss man wohl. Ich lasse jetzt über den Zusatzantrag der Kollegin Wörndl abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Zusatzantrag ist abgelehnt. Dann lasse ich jetzt über den Hauptantrag laut AV der Kollegin Eigner abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um Zeichen mit der Hand, dass der wahre Wille des Gemeinderates auch festgestellt wird. Gegenprobe gegen FPÖ und Tatzl BZÖ. Stadtteilbüros, Bewohnerservice, Himmelfreundbeutner. So beschlossen. Okay, also jetzt aber. Jetzt gehe ich meine Arme aus, aber gut. Dann Darlehensaufnahme gegen F, gell? Das war einstimmig. Wow! Was passiert denn da auf einmal? Einstimmig, bist du denn? So, den Voranschlag bringen wir wie immer. Ich muss einen Voranschlag einbringen, Kollege Schöppel, es geht ja nicht anders, sonst können wir im Budgetgemeinderat ja nicht diskutieren. Antrag laut Zuweisung an den Staatssenat. Da sind Sie dagegen.
Aber zur Verhandlung kommt man schon. Ja, es gibt immer wieder. Ist wurscht, aber ich meine, ein bisschen absurd ist das schon, Kollege Schöpke. Dann Flächenwidmungsplan CDK Wolf, so beschlossen. 12 ist abgesetzt, bekanntlich Tagsam Auinger, so beschlossen. Personalverpflegung, Menüpreise. So, jetzt bitte ich die Herrschaften noch ein bisschen zu verharren. Es ist nämlich so, und ich bitte die Frau Guderer hereinzukommen, es ist nämlich so, obwohl ich jetzt selber ein bisschen davon überrascht bin, das ist die letzte Sitzung, an der der Herr Dr. Bachmeier als amtierender Magistratsdirektor teilnimmt. Wir haben dann die nächste Sitzung erst im Dezember. Und ich möchte die Gelegenheit natürlich nicht vorbeigehen lassen. Und ich bitte jetzt wirklich noch mal Disziplin und Zuhören. Ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, dem Dr. Bachmeier für seine Verdienste zu danken. Ich lasse euch ganz kurz und im Überblick seine Vita noch einmal wissen. Er ist geboren 1947 in Leonding in Österreich, hat dann in Linz die Volksschule besucht, sowie das Bundesrealgymnasium, ist dann zum Studium der Rechtswissenschaft in die Stadt Salzburg gekommen, hat dort 1970 zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert und hat die Gerichtspraxis am Landes- und Bezirksgericht abgelegt, wobei er es insofern praktisch gehabt hat, als der Weg von der Wohnung zum Dienstort ein sehr überschaubarer war, nämlich von der Schanzelgasse, wo sein Vater in der Justizvollzugsanstalt eine Funktion hatte, bis ins Bezirks- und Landesgericht hinüber. Das aber nur als humoristische Anmerkung. Der Dr. Bachmeier ist unmittelbar nach dieser Gerichtspraxis am Landes- und Bezirksgericht in den Dienst des Magistrates Salzburg eingetreten, zunächst in der Finanzverwaltung. Das adelt ihn. Jeder Herr Magister Maurer, der in der Finanzverwaltung tätig ist, Adenauer hat es mal so formuliert, ist von natürlichem Adel, der hat es auf den Rhein bezogen, wer vom Rhein kommt, ist von natürlichem Adel. Also Herr Magistratsdirektor, das war vielleicht eine gute Schule dafür, dass du dann in deiner späteren Berufslaufbahn darauf geschaut hast, dass die Finanzen der Stadt Salzburg zusammengehalten werden. Du hast nach einer Dienstzeit von 2 Jahren in der Magistratsdirektion 1973 das Personalamt übernommen und hast es bis ins Personalamt eingetreten als stellvertretender Personalamtsleiter und 86 dann Personalamtsleiter selber geworden. Und ich darf dem Gemeinderat berichten, ich bin seit November 1992 mit dem Dr. Bachmeier in Paarlauf unterwegs gewesen und die damals wirklich etwas ausufernden Personalkosten der Stadt Salzburg, wir hatten damals 2300 Planstellen in den Griff zu bekommen. Der Dr. Bachmeier war in diesen Jahren eine sehr, sehr große Stütze. Ihr wisst, wir halten jetzt aktuell, obwohl wir zusätzliche Aufgaben bekommen haben und bei den Kindergärten und bei den Seniorenheimen aufgestockt haben, bei knapp unter 3.000. Also das ist schon ein wesentlicher Beitrag gewesen. Und dafür danke ich dir sehr herzlich, dass du da wirklich drauf geschaut hast. Du bist am 1.11.2005 zum Magistratsdirektor hier im Gemeinderat einstimmig bestellt worden. Und du scheidest mit Ende November, und deswegen ist das für mich jetzt alles noch ein bisschen ungewohnt eigentlich und ein bisschen überraschend und vielleicht für euch auch, aus deiner aktiven Laufbahn als Magistratsdirektor aus und begibst dich einfach aufgrund auch der Altersgrenze in den Ruhestand. Lieber Hans Bachmeier, ich habe schon gesagt, du warst für mich persönlich ein verlässlicher, loyaler und fachkundiger Begleiter in all den Jahren und ich glaube, du warst auch für alle Mitglieder des Gemeinderates und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Salzburg ein umsichtiger Chef. In den letzten Jahren. Deine Sache war vielleicht weniger der Konflikt, sondern der Ausgleich
Das haben vielleicht manche nicht immer so gutiert, aber letztlich ist es ein Zeichen deines besonderen Charakters, dass du eben diesen Ausgleich immer gesucht hast. Auch dafür danke ich dir, dass du auch viele schwierige Entscheidungen mitgetragen hast in den letzten Jahren, wie wir in die finanzielle Krise geraten sind, aufgrund der Banken- und Weltwirtschaftskrise, die Strukturreform mitgetragen hast, die immerhin dazu geführt hat, dass wir die freie Finanzspitze wiedergewonnen haben in der Stadt Salzburg, oder mit dazu geführt hat. Dafür möchte ich dir wirklich sehr herzlich danken. Wir werden bei anderer Gelegenheit noch das ein bisschen offizieller machen, um es einmal so zu formulieren, als wir es heute hier im Gemeinderat machen. Aber ich möchte zumindest, nachdem ich weiß, dass du auch ein Freund guter österreichischer vinologischer Produkte bist, ohne dir übermäßigen Konsum dieser vinologischen Produkte unterstellen zu wollen, möchte ich dir jetzt zumindest einen Korb mit ein paar Flaschen guten Weines überreichen, dir persönlich Danke sagen, dir im Namen des Gemeinderates Danke sagen, dir alles Gute für den Unruhezustand, Pension wünschen, Gesundheit, lass das einfach gut gehen. Herzlichen Dank. Natürlich, wenn du was sagen willst. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, nachdem sich so viele Menschen jetzt schon Sorgen machen, was ich denn in der Pension tun werde, ein Teil davon steht jetzt schon hier, was aber nicht heißt, dass ich das noch von mir initiierte Alkoholpräventionsprojekt in der Stadtverwaltung Salzburg jetzt brechen werde. Aber jetzt zum ersten Teil meiner Ausführungen, die ich aber ganz kurz halten werde. Ich danke Ihnen für die dramaturgisch gut aufgebaute letzte Gemeinderatssitzung. Also so stellt man sich doch Gemeinderatssitzungen vor. Ich habe in meiner langen Laufbahn durchaus auch wirklich nur mit 7 Minuten, das war der Rekord, erlebt. Und das ist doch dann ein bisschen zu wenig. Trotzdem, der Herr Bürgermeister hat es gesagt, von meinem ganzen Naturell her war ich immer und bin ein Mensch des Ausgleiches, was ja nicht heißt, dass man sich nicht auch auf andere Art durchsetzen kann. Bei aller Diskussion, und ich habe sehr gut zugehört, darf ich Ihnen vielleicht als über nach fast 42 Jahren im öffentlichen Dienst und hier in der Stadt Salzburg sagen, Diskussion ist toll, ist wichtig, sie kann auch emotionell geführt sein, aber sie sollte nie die Grenzen der persönlichen Angriffe überschreiten. Sie kann humorig sein. Sie soll pointiert sein, es schaut dann nicht, wenn ein bisschen ein Schmäh dabei ist, und es ist sicher in der Vergangenheit einmal dort und da ein bisschen auf Handen gekommen, aber ich denke, das wird wieder, und ich darf mich bei der Gelegenheit wirklich bei Ihnen allen für das Vertrauen bedanken. Herr Bürgermeister, wir werden noch Gelegenheit haben, aber auch bei dir ganz, ganz herzlich, sind doch auch schon wieder 20 Jahre, das heißt die Hälfte meiner Zeit haben wir gemeinsam in dieser Stadt arbeiten dürfen. Ich habe immer gern hier gearbeitet. Irgendwie ist das mein Leben. Ich meine, deswegen gehe ich auch in Pension, ist gar keine Frage. Ich meine, ich habe mehrmals schon gesagt, ich freue mich nicht auf die Pension. Das ist nicht ein Zustand, mit dem man sich freut, der endet ja dann irgendwo einmal. Aber ich fürchte mich auch nicht. Ich fürchte mich auch nicht vor der Pension. Und ich habe schon angedroht, vielleicht schreibe ich ein Buch über den Magistrat, das weiß ich noch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, es ist manchmal auch in der Zusammenarbeit, in der wichtigen Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung und gerade der Kommunal- und Gemeindedienst zeichnet sich ja dadurch aus, dass er entgegen dem Bundes- und dem Landesdienst durch ein enges Beieinander von Politik und Verwaltung vorgegeben ist, und das sollen wir auch gemeinsam so tragen, und
da geht es nicht darum, dass die Verwaltung, sprich also die Beamten und Vertragsbedienstetenschaft, dann immer über die Politik meckert oder die Politik dann mit uns nicht zufrieden ist, sondern es geht zusammen, dass wir funktionsbedingt nicht immer einer Meinung sein können, dass aber die Aufgabe der Verwaltung, nicht nur weil es im Stadtrecht so steht, § 1 denke ich, dass der Magistrat ein Hilfsorgan ist, dass unsere Aufgabe eindeutig die des loyalen Zusammenarbeitens mit der Politik unter anderem ist, bei allem Hinweis, dass wir immer noch, und davon gehe ich aus, dass Sie das ja alle erstens pflegen und auch wissen, in einem Rechtsstaat leben, auch wenn in den letzten Jahren insgesamt die Einstellung zum Recht oder zur Rechtsstaatlichkeit schon manchmal ein bisschen bemerkenswert locker genommen wird, man nicht jetzt hier in diesem Gemeinderat, sondern meine insgesamt auch in unserer Republik, geht es immer darum, um die Zusammenarbeit. Freilich sind wir die oft, und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir meistens länger hier sitzen, ich bin das lebende, noch lebende Beispiel, von mit 42 Jahren als in der Politik die Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Bürgermeister, Stadträtinnen und Bürgermeisterstellvertreter, dass wir immer hier in der Zusammenarbeit und sehen sollen, auch wenn wir manchmal auf Dinge hinweisen müssen, die Ihnen vielleicht nicht so gefallen, andererseits wir manchmal auch zur Kenntnis nehmen müssen, Sie sind der Gemeinderat, Sie sind die Politik, Sie sind der Herr Bürgermeister, bist der Vorstand und wir manchmal was umsetzen müssen, wo man halt im Kämmerlein dann auch mal drüber meckert, Motschka sagt, mein Gott, passt uns nicht, aber setzen wir halt um. In diesem Sinn, vielen herzlichen Dank. Ich bin heute trotzdem, obwohl ich wusste, es ist meine letzte Gemeinderatssitzung mit Ihnen, bin ich auch überrascht. Ich habe zwar erwartet, dass irgendwer noch was sagt, aber ich bin trotzdem überrascht und irgendwie ist nachdem ich nicht der Typ des punktgenauen und stundengenauen Abbuchen eines Resturlaubes und Zeitausgleiches bin, ich finde das ja in meiner Position ein bisschen komisch, bin ich immer nur da und immer wieder mal da, in letzter Zeit vielleicht nicht mehr jeden Tag da, weil es dort und da noch Termine gibt, aber ich habe die Sitzung trotzdem genossen. Ich hatte ja weiter als zuzuhören, vorerst einmal nichts zu tun. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Danke auch für den Applaus, den ich als Zustimmung sehe. Und persönlich darf ich dir, Herr Bürgermeister, Ihnen, Frau Stadträtin, Herr Bürgermeister Stellvertreter, dir, Martin, aber auch Ihnen, meine Damen und Herren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, erstens alles Gute wünschen. Darf Ihnen auch viel Erfolg und auch viel Kraft für zweifellos schwieriger werdende Zeiten wünschen. Klingt vielleicht komisch, wenn ich sage, leicht haben Sie es sicher nicht. Es ist nicht mehr so, wie ich es vor 40 Jahren kennengelernt habe, aber das ist halt einmal so. Und auch keine Sorge, ich erzähle es nicht 40 Jahre meines Lebens hier im Gemeinderat. Und dafür wünsche ich Ihnen wirklich alles Gute. Sie nehmen, das darf ich schon sagen, und das ist als Kompliment gedacht, Sie nehmen die Verantwortung sicher wahr, es ist auch nicht leicht. Man wird grundsätzlich dafür, dass man sich für ein Amt zur Verfügung stellt, in der letzten Zeit, und das sehe ich auch ein bisschen bedenklich, doch relativ schnell auch immer wieder angeschüttet, dafür, dass man sich zur Verfügung stellt, wo immer weniger, die sich eben nicht zur Verfügung stellen, sozusagen außen vor bleiben. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und nachdem ich immer wieder ein bisschen da bin, wie gesagt, da wird es nur Gelegenheit geben, bis zum 30.11.2012 mich noch dort und auch persönlich noch zu verabschieden. Herzlichen Dank aber für diese schönen Worte, Herr Bürgermeister, und alles Gute Ihnen auch.